Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur Televeltreise, einem speziellen Format des Telestammtisches, in dem wir über Filme und Filmgeschichte außerhalb des Giganten Hollywood und Amerika sprechen. Heute haben wir ein ganz, ganz interessantes Land, worauf ich mich schon sehr gefreut habe. Und wir sind nicht in Asien, sondern wir sind in Europa und um genau zu sein, in Schweden. Da bin ich natürlich nicht alleine, da habe ich einmal die Brit dabei. Hallo. Und den Paul. Eigentlich hätte ich sagen sollen, hey. Grüßt euch, hallo. Genau, und wir haben uns auch entschieden, aus Schweden einen Zweiteiler wieder zu machen, weil Schweden dann doch eine sehr, sehr, sehr große Filmgeschichte und auch eine riesengroße Filmkultur hat. Und da wäre es einfach nicht gerecht, wenn wir über 100 Jahre schwedische Filmgeschichte in 1 bis 2 Stunden reden würden. Und jetzt haben wir uns entschieden, dass wir heute mit der Stummfilm-Ära beginnen und dann bis in die 60er, bisschen in die 70er, eventuell auch noch 80er Reihen mit Ingmar Bergman abschließen und dann modernes schwedisches Kino dann nochmal einen eigenen Platz finden wird. Genau, was man zum schwedischen Kino erstmal sagen kann, ist, dass das schwedische Kino mit eins der auch der ältesten und damals auch sehr einflussreichsten Kinos war, als das Kino sich so gerade entwickelt hat. Ich glaube, Schweden war tatsächlich auch eins der ersten Länder, die angefangen haben, Kino oder Filme nicht nur als Attraktion zu sehen, sondern auch als Mittel, um Geschichten zu erzählen. Und so gibt es eigentlich schon ab seit 1911, glaube ich, viele Spielfilme, die dann auch direkt einen sehr, alle schon, würde ich sagen, oft einen eher düstereren oder einen eher, auf jeden Fall sehr melancholische Geschichten erzählt haben. Und das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, die sich allgemein durchgezogen hat. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal direkt über den einen oder anderen Film zu reden. Und da wir ja jetzt gerade schon in der Stummfilm-Ära angekommen sind, da ist natürlich ein Name immer sehr präsent und da handelt es sich um Viktor Sjöström. Wenn ich was falsch ausspreche, Britt, dann kannst du mich... Dann schreitet Britt ein und sagt's doch mal richtig. Das war schon fast richtig. SJ wird wie SCH ausgesprochen. Sjöström. Sjöström. Oh. Sjöström. Okay. Aber das ist interessant, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Obwohl, nee, das ist ein anderes Land. Ja, ich wollte gerade an... Mir lag das Dänische auf der Zunge, ich hab's gehört. Ja, ich habe gerade an Familie Skarsgård gedacht oder Skarsgård oder ja. So heißen ja, glaube ich. Ja, die sind ja, glaube ich, in Norwegen oder? Dänen. Waren es nicht Dänen? Ja. Okay, dann. Das ist wunderbar. Heute, das ist die erste Folge, in der ihr Originaltitel höchstwahrscheinlich richtig ausgesprochen finden werdet. Das war davor in Frankreich oder in den asiatischen Ländern immer ein bisschen anders. Was habt ihr denn so gesehen von diesem Regisseur? Fange ich mal damit an. Also ich habe ja gesehen, dass da auch jetzt ganz viel, wir haben es auch schon im Vorgespräch angesprochen, durch dieses Netflix-Schweden-Aufstockprogramm sind so ein paar Filme von ihm damit reingerutscht. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass es Ingeborg Holm inzwischen gibt und auch Terje Wiegen. Und der Fuhrmann des Todes, den gibt's, glaube ich, auf Prime. Also so, das waren so die drei, die mir immer vorgeschlagen wurden und von denen ich aber ehrlicherweise nur einen gesehen habe, nämlich Terje Wiegen oder wie auf Englisch halt There Was a Man oder so. Man, there was. Fast. Genau, den habe ich tatsächlich auch gesehen. Ich war am Anfang verwirrt und ich wusste nicht, ob es an mir liegt oder ob mein Netflix kaputt ist oder so, dass das halt wirklich stumm war, dass da halt nichts, ja. Dass da halt... Ja. Und dann habe ich mich auch nochmal in das ein oder andere noch weiter aus Schweden reingeklickt und das war bei vielen so. Und dann habe ich gedacht, okay, dann wird es wohl so sein. Ja, und just das ist natürlich auch basiert auf einem norwegischen Stück eigentlich, aber egal. Da sind wir alle gleich in Skandinavien. Wir kommen ja auch noch zu verschiedenen Produktionen. Ich weiß auch gar nicht, was ich zu Man There Was, also wir haben es ja jetzt so ein bisschen hier und da werden wir sicherlich tiefer auf einige Filme reingehen, besonders auf dann Empfehlungen, die ich zumindest jetzt für meinen Teil dann doch irgendwo im Netflix-Dschungel entdeckt habe und die dann das schwedische Siegel hatten.
Aber der zählt jetzt so gar nicht mit dazu. Ich hatte ihn hier nur den Regisseur mit aufgeschrieben, weil der ja schon, ja, über den stolpert man immer wieder und über den werden wir auch später vielleicht nochmal zu sprechen kommen, wenn wir dann bei Bergman sind. Stimmt. Ja. Genau, wir können ja, genau, wir können ja mal kurz sagen, was ihr noch gesehen habt von ihm, deswegen. Ich habe noch Ingeborg Holm gesehen und die The Phantom Carriage habe ich noch gesehen, also den... Der Vormann des Todes. Der Vormann des Todes, und der hatte Musik, genau. Zumindest auf Prime. Ja, das stimmt. Und den fand ich auch wunderschön. Der war sehr, also wunderschön gefilmt. Der sah wahnsinnig gut aus. Hm. Ja, ich kann gar nicht so viel. Ich fühle mich gerade so inadäquat. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil ich tatsächlich mich damit ein bisschen schwer tue. Also das sind natürlich tatsächlich, das sind wirklich auch Titel, die man, also die ich auch schon mal gehört habe, ja. Also hier Fuhrmann des Todes und so weiter, auch der Todeskuss und so, das sind so Dinge. Und auch der Gärtner, das hat mir tatsächlich auf Anhieb gleich was gesagt, als ich die Liste gesehen hatte. Aber tatsächlich gesehen an Stummfilmen habe ich recht wenig und wenn dann auch nur in Auszügen und da vor allen Dingen prominent, weil mir das immer wieder quasi in meinen Weg gespült wurde sozusagen, nicht Sjöström, sondern von Christensen die Hexe oder Hexen, ja. Aber das ist da jetzt ein anderer Regisseur, aber ja. Ja, falls sich jetzt übrigens unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, von welcher Liste Britt spricht, wir haben ja hier intern eine Liste, wo wir einfach so ein paar wichtige, also Regisseure und auch dann so ein paar Filme aus deren Filmografie hineinkopiert haben, an denen wir uns so ein bisschen orientieren werden. Aber also meinetwegen können wir auch gerne, wenn Britt ihn jetzt einmal angesprochen hat, gerne mal zu Hexan oder Hexen gehen, denn den habe ich auch gesehen und bei dem habe ich mir tatsächlich ein bisschen mehr als nur ein, zwei Stichpunkte aufgeschrieben. Ja, sehr gerne. Den habe ich nämlich auch gesehen. Da kommen wir nämlich zu Benjamin Christensen und da sind wir schon wieder, das ist ein dänischer Regisseur. Ja, es ist natürlich, das ist tatsächlich so ein, ich würde sagen, Klassiker, der wird einem immer wieder so in den Weg gespült, bei mir vor allen Dingen tatsächlich über Twitter, wenn Horror-Oktober ist. Also das ist, da ist immer so, was kann man gucken und was ist vielleicht jetzt so ein bisschen auf mehr, sagen wir mal, nicht so ausgetretenen Faden, so klassikmäßig. Mhm. Da ist ja tatsächlich, also nicht jeder kennt schwedisches Kino und vor allen Dingen frühes schwedisches Kino nicht. Und da, das wird einem tatsächlich immer wieder mal präsentiert. Und ja, also ich weiß nicht, wie fandet ihr ihn? Also ich fand ihn an und für sich ganz gut, aber es ist natürlich ein Stummfilm. Also das ist halt auch mein großes Problem. Also ja, ich bin ein Filmfreund und ja, ich kann mich für so Sachen auch begeistern, aber manchmal tue ich mich trotzdem schwer, selbst wenn es Klassiker sind. Ja, ich kann das schon verstehen. Also wir können ja kurz sagen, der Film, also Hexen, ja, der Titel sagt es eigentlich schon ganz gut. Es ist quasi, das Oberthema ist hier Hexerei und Inquisition und so weiter. Und dann ist es quasi eine Art Episodenfilm, kann man sagen. Denn in dem Film gibt es, ich glaube, 7 unterschiedliche Episoden quasi, die sich alle um dieses Thema drehen und dann immer irgendwie was anderes bedeuten. Das ist mal so eine Art Dokumentation, wo so ein bisschen die Geschichte der Hexerei und so weiter erzählt wird. Dann erhält man mal Einblick in eine Hexenküche oder wie der Teufel eine junge Frau verführt. Und dann gibt's auch, eben wird ein Hexenprozess gezeigt, Hexenfolter und so weiter. Und das sind so alles kurze, naja gut, in Anführungszeichen kurze Episoden, die dann hintereinander gereiht kommen. Der Film geht, glaube ich, auch schon fast, na gut, 100 Minuten geht er. Und man spürt das schon, die Länge. Ich habe ihn auch, glaube ich, manchmal ein bisschen auf einer höheren Geschwindigkeit vielleicht geguckt. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. bei den Geschichtsstunden habe ich das immer ein bisschen gemacht, weil der Text einfach immer sehr, sehr lange da stand. Ja, was genau, was ich spannend fand, ist es, dass es quasi so eine Mischung aus Dokumentation und Fiktion. Also ich glaube, es ist die älteste Dokumentation, die ich bisher gesehen habe, so dem Grunde nach. Und ich fand immer so toll, bei heutigen Dokumentationen hast du ja häufig dieses Voice-Over oder bei Reportagen, dass es dir eben dann nochmal erklärt. Und hier hast du die Texttafeln als Voice-Over, die aber dann halt immer versetzt kommen. Das fand ich ganz witzig. Ja, das stimmt. Das ist interessant. Teilweise fühlt sich das ein bisschen an wie so ein Referat einfach mit den Bildern.
Aber muss ich sagen, das waren aber an sich Stellen, die ich spannend fand eigentlich auch, weil... Hatte auch von der Qualität so Polylux-Qualität aus der Schule. Ja, das stimmt, mit so den Folien. Aber ich finde den trotzdem empfehlenswert auf jeden Fall. Den gibt es auf YouTube tatsächlich, wer sich das mal anschauen möchte. Ist auch ja, auf jeden Fall, also auch beeindruckend mit seiner Tricktechnik und auch das Szenenbild. Also ich fand die Hexenküche, fand ich auch, die war schön gestaltet einfach. Und auch dies mit diesen ja, authentischen Foltergeräten. Ich bin jetzt kein großer Mittelalter-Nerd. Also ich kenne mich nicht so gut mit den Geräten aus, aber das sah schon alles erstens sehr authentisch und auch sehr, sehr ungemütlich alles aus. Deswegen, also ich habe mich auch durch den Film so ein bisschen gekämpft, das sage ich ganz ehrlich. Aber ich würde trotzdem irgendwie sagen, ja, man kann ja mal reinschauen oder so sich zumindest mal durchklicken, weil das sieht schon auch irgendwie auch für seine Zeit eben so aus, ja. Ja, das ist vor allen Dingen das, wo ich sage, das war 1922. Ja. Ich meine, für das, für die jetzt Frühe, fast 100 Jahre, sagen, ist es schon beeindruckend. Aber ja, also sagen wir so, muss man nicht, kann man aber, oder? Sagen wir so. Das ist jetzt ja für einen unterhaltsamen Filmeabend, sollte man vielleicht lieber zu was anderem Shame greifen. Me, so, aber ja. Vielleicht so eine kleine Geschichtsstunde. Ja, das stimmt. Dafür ist es dann allemal mal gut geeignet, auf jeden Fall. Aber ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Also das manchmal tue ich mich auch schwer mit Stummfilmen, weil, weiß ich nicht, ich finde das teilweise schwer, weil irgendwie ist da nochmal so eine ganz andere Aufmerksamkeit gefordert. Und weiß nicht, manchmal kann ich diese Aufmerksamkeit einfach irgendwie nicht rausholen oder hervorbringen. Ja, und also natürlich, ich finde, da macht Musik natürlich dann immer noch mal so ein großes Ding aus. Und wenn ein Film gar keine Musik hat, finde ich, macht das noch mal knifflig. Genau. Da habe ich mich dann bei dem A Man There Was auch ein bisschen schwer getan. Der geht zwar nur eine Stunde, aber ist trotzdem... Es ist halt ein bisschen schade, weil es ist so schwer, dem zu folgen, weil eigentlich da total interessante Geschichten erzählt werden. So. Weil das fand ich bei A Man There Was auch, weil das ist eigentlich eine total spannende Geschichte. So. Es geht ja um den... Um den Mann, der Terje Wiegen heißt. Oder ist das, wie das... Ein Fischer, glaube ich, gell? Ja. Genau, mir ging es gerade um die Aussprache, weil ich wollte gerade, mich hat gerade interessiert, ob das J, wird das J immer wie ein SCH ausgesprochen oder ist das nur, wenn das quasi... Nein, das ist nur die Terje. Nein, nur die Kombination SJ wird wie SCH ausgesprochen. Also nicht nur, aber in dem Zusammenhang nur. Das ist ein norwegischer Name. Also wenn ich raten müsste und shame on me, ich müsste es eigentlich wissen, wie die Aussprache ist, denn schließlich habe ich Literaturwissenschaft studiert, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich Terje Wiegen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, also ich vermute es. Oder vielleicht ist es auch Terje Wiegen. Also. Das klingt auch gut, ja. Ja, das stimmt. Ja, aber auf jeden Fall, es ist halt, was ich halt sagen kann, ist, darauf basiert das Ganze, ja, es ist halt ein bekanntes Ibsen-Stück. Und Ibsen, das ist natürlich einer der norwegischen Autoren. Und das ist mir übrigens auch aufgefallen, viele dieser frühen Stummfilme bereiten halt natürlich ganz klassische Stoffe auf. Also entweder klassische Stoffe aus der Literatur oder klassische Stoffe aus der, sagen wir mal, aus dem Kulturbereich. Also Sagen oder Mythen in irgendeiner Form. Also ich meine, jetzt haben wir hier die Hexen oder wie gesagt wirklich populäre, tatsächlich populäre Literaturverfilmungen, könnte man vielleicht auch sagen, ja. Also wir haben jetzt, hier haben wir was von Henrik Ibsen, dann habe ich gesehen, haben wir hier auch viel Selma Lagerlöf dabei, also Gösta Berlings Saga und diese ganzen Geschichten und also das ist mir als erstes so aufgefallen, als ich mir so ein bisschen angeschaut habe, was so an Titeln von bekannten also Stummfilmregisseuren eben dabei ist. Und ja, aber ich meine, gut, das ist insofern nicht anders als heute auch. Also eine gute Literaturverfilmung, kann man nichts sagen, oder? Aber du wolltest ja eigentlich was zum, ja, also zu Terje Wiegen sagen. Genau, ich würde eigentlich nur einmal kurz erzählen, was so ungefähr drum geht, so. Genau, und es geht halt um den titelgebenden Terje Wiegen. Und der lebt mit seiner Frau und seiner Tochter auf einer kleinen Insel in Norwegen und der Film spielt so um 1809 und da wüten gerade die napoleonischen Kriege und
auch diese kleine Familie ist davon gezeichnet, da es schwierig ist, an Essen zu kommen. Und so entscheidet er sich, nach Dänemark zu fahren mit einem Boot, um etwas Essen zu holen. Und wird dann von einem Kapitän, von einem Englischen, gefangen und kommt ins Gefängnis. Und kommt dann nach vielen Jahren erst wieder zurück, um dann die verschiedensten Dinge miterleben zu müssen, sage ich mal. Und mehr will ich gar nicht sagen, weil, wie gesagt, guckt euch das gerne selber an. Es ist, finde ich, wie gesagt, ein bisschen schwer zugänglich, aber an sich ist es eine total tolle Geschichte eigentlich, finde ich, weil es auch hier direkt, finde ich, zeigt, wie das schwedische Kino oft nicht den offensichtlichen Weg gegangen ist, sage ich mal, mit Enden so generell. Ja, ich finde es total, ich fand es spannend, dass dass der Regisseur just die Geschichte von Ibsen gewählt hat. Es gibt so viele bekannte Werke von Ibsen, die man hätte verfilmen können und die man auch heute noch kennt. Also der wird ja noch ganz viel auch auf deutschen Theaterbühnen gespielt. Es gibt das Puppenheim beziehungsweise Nora, es gibt Gespenster, es gibt die Wildente, Hedda Gabler, die Frau vom Meer, das sind alles Sachen von Per Gynt, das sind alles Sachen von Ibsen, wo ich sagen würde, ja, sofort, klar, da springt mir der Name ins Gesicht und so, und dann haben wir Terje Wiegen. Und also mag sein, dass ich mich da als Banause herausstelle, aber das ist so, warum? ich meine, gut, die Geschichte lädt natürlich auch ein, optisch, es spielt halt am Meer, du hast Wasser und so weiter. Also es spielt vielleicht auch, oder lädt auch ein, vielleicht so ein bisschen auch Landschaften in Szene zu setzen und sowas. Also das kommt vielleicht auch einem Film an sich entgegen. Aber ich dachte nur so, warum ausgerechnet das? Also ich fand ihn ja dann noch unter dem Gesichtspunkt einfach als Zeitzeugnis, sage ich mal, spannend. Das war, glaube ich, auch der erste Film hier aus der Liste, den ich mir dann auf Netflix einfach mal angeklickt habe. Und dann war ich auch so ein bisschen froh, dass er nur eine Stunde ging, weil da konnte ich mich dann gerade auf dieses wirklich ganz Stille eben einlassen. Und ja, dementsprechend, also der hat mich dann eben auch auf der Ebene angeholt, dass ich einfach mal sehe, ach, wie war das? Ach, das sieht ja hübsch aus dort. Und ach, Mensch, also was hat man denn damals schon gekonnt? Was konnte man einfangen? Wie konnte man das Ganze schon so einfangen, sage ich mal? Unter dem Gesichtspunkt hat der Film mich halt auch interessiert. Und das, was Lukas vorhin gesagt hat, also das mit der Musik, das finde ich, also, oder mit dem ganz Stillen, empfinde ich auch als Herausforderung. Ich weiß nicht, ob da irgendwie so ein Reiz eben dann noch fehlt. Also ich hatte dann auch noch ein paar andere Beispiele, dann wenn wir haben noch einen anderen Regisseur, Mauritz Stiller, der unter anderem zum Beispiel Herrn Arnes Schatz gemacht hat, auch glaube ich eine Literaturverfilmung oder Literaturumsetzung, und der geht fast 2 Stunden oder der geht 1 Stunde und 50 Minuten. Und den habe ich nach einer Zeit dann irgendwann erstmal liegen gelassen, weil, keine Ahnung, ich hatte nicht die Konzentration einfach aufgebracht, mich da wirklich ranzusetzen. Ist übrigens auch, ich hätte jetzt passen müssen, aber ist auch Selma Lagerlöf, hast du recht, ja. Also Literaturverfilmung, ja. Ja, also sehr viel Selma Lagerlöf in unserer Liste sehe ich gerade mal so im Nachhinein. Ja, naja. Moritz Stiller, also wenn man über sein Werk so drüber schaut, ich will nicht sagen, der hat ausschließlich Selma Lagerlöf gemacht, aber sehr viel. Der hat wahrscheinlich so, jetzt nehmen wir mal die Waage und setzen die mal um. Ja. Ja. Weiß nicht, manchmal vielleicht ein bisschen so ein Dickicht, würde ich sagen, aber meistens wird man dann trotzdem belohnt, wenn man sich durchgearbeitet hat. Und was ich noch spannend fand, ist, wenn man sich viele der älteren Filme anguckt, jetzt gerade bei Viktor Sjöström, dass Filme, wenn man sich das anguckt, so zu verschiedenen Filmen, zum Beispiel bei Terje Wiegen als Beispiel, dass der Film so die Filmlandschaft in Schweden wohl sehr stark geändert haben soll. Also, dass angefangen worden ist, weniger zu drehen, aber dafür qualitativ hochwertigere Filme. Oder zum Beispiel bei Ingeborg Holm ist es, weil in dem Film geht, der Film ist ja an sich eine Gesellschaftskritik tatsächlich, denn es geht ja da um diese, hier im Englischen wird es als Poor House beschrieben, also als Armenhaus, also
Das ist, glaube ich, eine Einrichtung für halt arme Leute, die für Leute, für Obdachlose oder Leute, die halt irgendwie ihr Zuhause verloren haben oder irgendwie alleine nicht leben können, quasi eine Behausung anbieten. Und da geht's in dem Film geht's halt quasi darum. Also es beginnt mit dem mit Sven Holm und seiner Frau Ingeborg. Und die haben drei Kinder und öffnen einen Laden. Und Sven stirbt an Tuberkulose. Und die Ingeborg steht dann da alleine mit diesem Laden und kann den halt nicht leiten. Und wird dann, verliert dann quasi alles. Und dann geht es halt darum, dass halt dieses Kurhaus nicht das ist, was es, also nicht so hilfreich ist, wie es hätte sein können, weil sie, ihr werden die Kinder weggenommen, sie darf die Kinder nicht sehen und sie wird für quasi alles, was sie tut, kriegt sie Ärger quasi da und muss dann Strafen zahlen und so, was ja dann eigentlich den Sinn von solchen Einrichtungen komplett verfehlt. Und es ist wohl so, dass der Film dadurch diese Gesetze für diese Armhäuser tatsächlich geändert hat in Schweden. Und das finde ich sehr spannend zu sehen, dass Schweden ist ein Land, wo Film, wo diese Kraft, die ein Film haben kann, sehr schnell erkannt worden ist und auch sehr schnell quasi ernst genommen worden ist, weil wenn ein Land Regeln oder Gesetze aufgrund eines Films ändert, finde ich das schon sehr stark auf jeden Fall und zeigt auch einfach, was Film so kann, theoretisch. Um mal mehr auf die, sagen wir mal, mehr so Gerüchteküchenseite, mehr so auf die bunte Seite sozusagen zu gehen oder auf die goldene Blattseite, weil wir von Stiller gesprochen oder Stella gesprochen hatten, Gösta Berling, also die Gösta Berling-Sorge, das ist ja auch ein ganz bekanntes Werk von Selma Lagerlöf, das er verfilmt hat und das auch ein Gassen, wie sagt man, ein Gassenhauer war in Schweden, also war sehr erfolgreich. Damit hatte Greta Garbo ihren großen Durchbruch. Also ich weiß nicht, ob die Schauspielerin euch noch was sagt. Ja, aber ja. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, okay, Gott sei Dank. Greta Garbo, wer ist das? sehr bekannte schwedische Schauspielerin, die später dann nach Hollywood gegangen ist und quasi die mit Stummfilmen angefangen hat in Schweden und dann mit Maurits Stiller, der dann später nach USA gegangen ist, nach Hollywood, dann quasi mitgegangen ist mit ihrem ersten Mentor und dann in USA auch erfolgreich wurde. Und die hatte, wie gesagt, mit Gösta Berling ihren Durchbruch. Ah. Und das finde ich auch immer so spannend, wenn man so ein bisschen, wenn man sagen kann, also da, man sagt immer, Stiller ist halt der Regisseur, der sie entdeckt hat und auch dazu animiert hat, ihren Namen dann zu Garbo zu ändern. Also das ist ja auch ein Künstlername. Und ja, also da vielleicht das noch als kleiner Funfact so nebenher. Genau, ich würde euch gerne mal einfach jetzt ein bisschen das den Ball zu werfen. Worüber wollt ihr denn jetzt noch reden? Weil ich bin jetzt, was die Stummfilm-Sachen angeht, bin ich eigentlich nur bei Viktor Sjöström bekannt. Also das ist das Einzige, wo ich was zu sagen kann. Ich habe sonst halt noch The Phantom Carriage gesehen, über den haben wir gerade schon kurz geredet. Kann ich empfehlen, den kann ich sehr empfehlen tatsächlich. Mhm. Und jetzt würde ich einfach mal, worüber wollt ihr reden? Welche Filme? Ja, also ich glaube, ich kann auch von meiner Seite sagen, mit den Stummfilmen bin ich soweit. Es geht durch, obwohl wir jetzt dank meines kleinen Schweden-Watches auf Netflix jetzt dauernd schwedische Stummfilme um die Ohren geschmissen werden. Auf meiner Startseite. Hier, guck doch mal das und guck doch mal das. Ja. Ja, sorry, aber ja, genau. Ich würde sagen, wir legen vielleicht das Thema Stummfilm ad acta. Das war ein ganz kurzer Ausflug, aber naja, wer weiteres Interesse hat und sich da ein bisschen vertiefen möchte, der kann das ja dann auch, ja, ohne, ohne uns, muss er dann ohne uns machen. Genau. So, ja, puh, also die Liste ist lang und ich habe auch keinen so richtigen, weiß ich nicht, Ansatzpunkt, wo wir jetzt als nächstes hingehen könnten. Können wir gucken, dass wir vielleicht ein bisschen so gucken, dass wir so ein bisschen chronologisch vielleicht ja gehen. Ja. Na gut, komm, ich habe ja mir gedacht, also als ich mich hier auf den Cast hier so ein bisschen vorbereitet habe, dann war Ingmar Bergman erstmal so eine ganz große Liste an Filmen und die Filme, die sind ja auch alle sehr ja, ich höre.
nicht so einfach zu handeln und ich weiß es nicht, was ich so. Es sind keine bunten und auch keine lockeren Filme, sagen wir es so, und mit solchen Filmen würde ich vielleicht gerne mal weitermachen, kurz. Das ist ein kleiner Sprung in der Zeitlinie jetzt, aber ich habe da mal gesagt, okay, ich will jetzt mal was Buntes sehen. Ich will jetzt mal so vielleicht so ein bisschen Musical oder so ein bisschen, ja, auch mal was Farbiges. Und ich bin gestoßen auf Hasse Eckmann? Eckmann, ja. Eckmann. Lass mich raten, Jas Gossen, also der Jazz, ich weiß nicht, wie auf Deutsch, als Jazzsänger, keine Ahnung. Oder ja, auf ich nenne Netflix heute so häufig, wir werden nicht gesponsert von Netflix, ne? Also es ist nur, weil dort einem so viele Filme zu sehen sind. Da heißt er tatsächlich Jas Gossen. Ah ja, okay, Jas Gossen. Also der sowas wie der Jazzjunge oder so. Ja, genau, im Englischen habe ich dann gesehen, ist es der Jazzboy. Ja. Und? Ja. Das war, also ich habe dann irgendwo gelesen im Internet, das schwedische Singing in the Rain. Natürlich. Und der klar, also die ich glaube, der Hintergedanke, der ist klar, oder zumindest die Assoziation, die war auf jeden Fall da, weil das ist so, geht so in die Musical-Richtung, obwohl dann die Musical-Szenen dann eher hier eben direkt auf der Theaterbühne stattfinden. Und ach ja. Also ich fand den echt, das war eine gelungene Abwechslung und der hat mir auch gut gefallen. Also es geht halt so ein bisschen, um einen Mann, der hat so ein Jazz-Imperium so ein bisschen aufgebaut und irgendwie, also, naja, er macht so Shows und dann kommt dann noch eine Liebesgeschichte mit rein und dann irgendwie, also organisiert er auch eine Show, wo dann eben seine Geliebte oder die Tänzerin da eine Hauptrolle erlangt, das geht dann ein bisschen nach hinten los, aber im Großen und Ganzen, sollte so ein bisschen, habe ich gelesen, die schwedische Unterhaltungsbranche der 20er und 30er ein bisschen aufleben lassen, deswegen stammen wohl auch viele Hits und Lieder eben aus dieser Zeit und sind so nochmal ein bisschen aufgefrischt und er ist wirklich bunt, also dass wir wirklich mal von dem ganzen Schwarz-Weiß, was wir hier jetzt schon alles gesehen haben, dass wir wirklich der bunteste und der strahlt auch richtig, der sieht schon schön aus. Also ich glaube, was man bei Hasse Eckmann generell sagen kann, das ist halt der Regisseur, der so diese klassischen 40er, 50er Jahre Revue-Filme gemacht hat, kann man vielleicht sagen. Also das, was man, das kann man in Deutschland, mit Deutschland kann man das so schlecht vergleichen, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt ja Heimatfilm. Das ist nicht das Gleiche, aber das ist der gleiche Gedanke, der dahinter steht. Also einfach ein Film mit, sagen wir mal, verhältnismäßig leichter Unterhaltung, ein bisschen bunt, ein bisschen Lieder, ein bisschen singen, vielleicht eine schöne Liebesgeschichte, ein bisschen Verwicklung und am Ende geht alles gut aus. Also das ist so der Klassiker in 90 Minuten so, ja. Und da hat er sehr, sehr viele von produziert, als ich zum Beispiel Kind war, liefen die immer am Wochenende mittags, ja. Also so dieses klassische, auch was man hier in Deutschland gibt es ja auch immer, ich glaube, war das sonntags irgendwie ab 2 oder so, wo dann so die alten Kamellen ausgegraben werden auf ZDF oder ARD. Und so ähnlich ist das mit diesen Filmen von Eckmann. Also das waren für damalige Verhältnisse, waren das wirklich so Gassenhauer. Also den hat man sich angeguckt, wenn man so ein bisschen Ablenkung vom Alltag und der Realität wollte. Und solche Filme hat er ganz viel produziert. Also da ist er auch bekannt für. Und das klingt jetzt so abwertend, das ist gar nicht abwertend gemeint. Also der hat ein ganz gutes Händchen gehabt dafür, eben genau solche, ja, sagen wir mal, romantisch angehauchten Verwicklungskomödien mit ein bisschen Musik und buntig und so zu machen als Regisseur. Also daher, der hat natürlich auch ernste Sachen gemacht und so weiter und kam auch aus der Theaterwelt und hat mit vielen anderen bekannten schwedischen Regisseuren zusammengearbeitet, aber so dieses bunte, lustige, so das ist eigentlich das, womit ich immer Hasse Eckmann tatsächlich assoziiere, wenn ich den höre oder eben auch sehe. Und da, den einen oder anderen Film habe ich gesehen, aber es ist jetzt nicht so, dass die alle so markant unterschiedlich wären, dass ich sagen kann, da sticht der eine Film oder so heraus. Und dann muss man natürlich auch sagen, also Schweden ist halt echt ein Dorf, ja. Also die Filmwelt kennt sich auch untereinander. Das heißt, da geht dann ein Eckmann mit einem Bergman und so weiter eben auch um. Und dann haben wir da irgendwie Bergman mit seinen wirklich tragischen Filmen. Und dann haben wir einen Eckmann, der eher so für das fluffig-leichte bekannt ist, mit ein, zwei Ausnahmen natürlich. Aber
Ja, so treffen da eben alle aufeinander. Also ich glaube, so stark kategorisieren kann man gerade für Schweden eigentlich nicht, weil die Filmwelt kennt sich. Oder beziehungsweise die Filmwelt war ja oft auch die Theaterwelt und da kennt man sich halt. Ja, ich finde das auch mit dem Theater, das kommt ja auch nochmal. Also das ist halt hier so präsent wie in, ja, also stimmt. Ja, präsenter geht's nicht. Ich meine, man sieht ja fast abgefilmte Theaterbühnen. Ja, ja. Und aber ich muss auch trotzdem sagen, diese Verbindung zu Singing in the Rain, die kommt jetzt auch nicht nur davon, weil er bunt ist und weil gesungen wird, sondern er hat auch teilweise so ein bisschen die Themen, die auch dort eine Rolle spielen, zum Beispiel dieses, also der Stummfilm ist das einzig Wahre oder jetzt kommen so langsam die Schatten des Tonfilmes, die da darüber greifen, also als Handlung im Film. Das war auch noch so eine Parallele, die ich da zumindest ziehen konnte. Mhm. Ja. Ja. Ein bisschen als Abwechslung hier, damit wir nicht nur graue Dramen und historische Stoffe haben, auch mal ein etwas bunterer Film, genau. Siehst du, da habe ich doch glatt einen übersprungen. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch was zu ihm sagen wolltest, Lukas? Nö. Oder Britt? Nee. Ich habe mir ja hier auch noch einen Film notiert, wenn ich jetzt mal kurz noch mal schnell anknüpfen kann. Selbstverständlich. Den Namen, an den traue ich mich gar nicht ran. Der war schon 1946, geht auch in die Richtung Musical, geht auch in die Richtung Heimatfilm. Also ist quasi das gleiche nochmal, aber von einem anderen Regisseur, von Ragnar Hylten Cavallius. Wie ich ihn schreibe. Ach ja, genau. Ja, war doch, ich glaube, war ganz gut. Hätte ich auch so ausgesprochen. The Bells in Old Town. Also da habe ich gleich mal hier den englischen Titel nur hingeschrieben. Soll wohl, das habe ich auch wieder gelesen. Ich habe in letzter Zeit viel gelesen über den schwedischen Film. Einer der ersten schwedischen Farbfilme gewesen sein. Und also ja, man sieht es auch ein bisschen. Also das ist so, es ist so komisch, es wirkt manchmal so wie so eine Zwischenstufe. Also wie farbig, aber noch nicht richtig gekonnt. Sage ich mal. Aber es ist irgendwie auch so ein kleiner, schöner, sympathischer Film, wo ich auch schon irgendwie ich mochte auch die Charaktere da. Da geht es um einen Gerichtsvollzieher, der so eigentlich viel zu nett für seinen Beruf ist und der dann seinen Klienten auch das eine oder andere Mal so ein bisschen heimlich das mit Geld unter die Arme greift und besonders wenn dann noch in diesem Haus, wo er gerade pfändet, irgendwie Musiker sind oder Instrumente sind, dann ist er da ganz hin und weg und dann lässt er sich auch schnell mal so ein bisschen berieseln. Also der ist ganz großer Musiker und auch Jazzfan. Und zum Nachbarn hat er dann auch noch so ein junges Paar. Der Mann, der hält sich da mit Jazzauftritten über Wasser und die Frau, ja, die wird so ein bisschen vernachlässigt von ihm und dann gibt's Probleme in der Liebe wieder und viel dreht sich um Musik und ums Träume verwirklichen. Man merkt, auch hier sind vielleicht schon wieder so ein paar Parallelen zu sehen, aber ich fand den auch sehr sympathisch. Und wieder, wie gesagt, hier die Abwechslung da, dass es eben mal, ja, wieder ein bisschen Farbe mit ins Spiel gebracht hat. Übrigens, er hat mitgearbeitet vorher an der Gösta Berlings-Saga, also Stiller, als Schreiber. Ja. Und so schließt sich ein Kreis. Ja, die Verbindungen, die sind echt, die stoßen einem, ich meine, ich habe mich jetzt noch nicht, so viel habe ich dann doch nicht gelesen, dass ich hier alle Verbindungen ziehen kann, aber das ist schon sehr häufig, dass man, Moment, den Namen hatte ich doch gerade schon mal. Wo war denn, scrollst du kurz hoch und dann, sieh an. Ja. Genau. Ja, das meine ich ja mit, es ist ein Dorf. Es ist tatsächlich so. Also auch in die Filmbranche ist halt klein in Schweden und zu dem Zeitpunkt sowieso und man kennt sich und Theater und Filmbranche, das ist ja. Ja. Jörg, seid ihr mit Pippi Langstrumpf aufgewachsen? Ja. Ja, ich auch, doch. Also ganz klassisch eigentlich mit allen Astrid Lindgren-Verfilmungen. Das passt vom Alter und so. Ja, das stimmt. Wobei, ich wollte, als Kind wollte ich immer die Brüder Löwenherz sehen und hab's bis heute noch nicht getan. Es ist natürlich eine dramatische Geschichte, aber eine dramatische Geschichte mit sehr schlechten Perücken, sagen wir so. Das ist immer, da komme ich bis heute nicht drüber hinweg. Also das war auch schon für damals eine schlechte Perücke, aber na gut. Na, dann lasst uns doch mal kurz über den Herrn hier sprechen. Der ist zwar jetzt, wir springen einfach ein bisschen in der Zeit, das ist ja auch vollkommen egal jetzt. Komm.
Okay, also Ulle Hellborn, ja? Genau. Gut. Ja, hat die, ich würde sagen, viele, nicht die, also die meisten Astrid Lindgren-Verfilmungen quasi als Regisseur gemacht. Die ganzen Pippi Langstrumpf-Filme, ich denke, darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus. Und auch ein paar Michel-Filme und Carlsson, also Carlsson auf dem Dach und die Brüder Löwenherz, wie gesagt, und auch Rasmus und der Vagabund, ist heute gar nicht mehr so richtig, so richtig bekannt, glaube ich. Haben mir immer sehr viel Spaß gemacht, hatte ich immer sehr viel Freude dran und gucke ich tatsächlich heute ab und zu auch nochmal ganz gerne. Sind wirklich, sind einfach wahnsinnig charmante Filme auch einfach, die sind einfach so, die tun einem so nicht weh eigentlich so. Das sind immer so typische Filme, die irgendwann um die Weihnachtstage rum auf den Sendern laufen, ja. Das stimmt. Es wurde aber sehr viel, also wenn man sich die Filme mal anschaut, es wurde halt, es ist doch sehr viel, sagen wir mal, akribische Arbeit reingeflossen. Also wir gucken das so heute und es ist alles ein schönes, buntes Kinderfilmchen, aber da ist ja auch wirklich richtig, nicht nur richtig Kohle reingeflossen, sondern auch, man hat da wirklich sehr viel Herz einfach reingelegt. Astrid Lindgren war schon zur damaligen Zeit auch in Schweden schon sehr bekannt und hat ja auch immer stark, im Vorfeld zumindest, Einfluss genommen auf die Verfilmung, soweit sie das eben konnte. Und was man halt weiß auch tatsächlich ist, dass die Leute sich mit dem Casting immer sehr, sehr große Mühe gegeben haben, da die richtigen Schauspieler zu finden, vor allen Dingen auch Kinderschauspieler. Da wurde dann quasi in ganz Schweden zum Teil auch ausgerufen und alle möglichen, also quasi jedes Kind in Schweden ist da einmal vor der Kamera gelandet. Und da haben sie sich wirklich immer sehr große Mühe gegeben. Und dann ist das natürlich auch alles, finde ich, sehr liebevoll gestaltet. Also wenn wir uns Pippi Langstrumpf anschauen, alleine schon, wie sie wohnt und wie das Ganze inszeniert ist und Kostüme und Einrichtung und so weiter. Also das ist natürlich schon alles sehr, sehr toll. Ja? Und dass halt auch überlegt wurde, wo filmen wir das? Also gerade auch bei Michel zum Beispiel, der ja im Original übrigens Emil heißt. Und da zum Beispiel eben, da ist man ja auch zeitlich eben zurückgegangen. Also in ein Schweden, das ist ja aus den 70ern sind die Filme. Und da wird ja aber ein Schweden gezeigt aus der, aus dem vorherigen Jahrhundert, kann man vielleicht sagen. Oder Anfang des Jahrhunderts. Und dass da alles mehr oder minder korrekt ist. Also mir fällt das jetzt immer, je älter ich werde, desto mehr fällt mir auf, wie liebevoll das immer alles gestaltet ist. Und es sind natürlich auch sehr bekannte Schauspieler dabei. Und zwar nicht nur, also oft unbekannte Kinderschauspieler, aber die erwachsenen Schauspieler, die dabei sind, das sind oft auch tatsächlich wirkliche Größen des schwedischen Films. Ja, also wenn wir uns überlegen, der Vater von Pippi Langstrumpf oder aber in Ronja Räubertochter Räuberbande, also die ganze Räuberbande bestand eigentlich nur aus bekannten Schauspielern und oder Sängern und oder Literaten, also da laufen dann auch Leute durchs Bild und du sagst, Moment, war das eben gerade der und der? Also das fällt dir als Kind nicht so auf, sondern im Nachhinein, wenn du dir das so anguckst, also da sind schon sehr bekannte Gesichter, die da immer wieder auftauchen, ja, und die auch von ernsten Rollen bekannt sind, so als die Größen und dann tauchen die da so in so einem Kinderfilm auf. Also das ist schon irgendwie nett und es hat denen, glaube ich, auch Spaß gemacht, das damals zu filmen. Zumindest haben die meisten es gesagt, dass sie das ganz nett finden, mal was anderes zu filmen, als immer nur so die ernsten, seriösen, schweren, tragenden Rollen. Ja. Ja, ist wahrscheinlich für viele der Zugang zum schwedischen Kino wahrscheinlich. Also jetzt ja, auch wahrscheinlich. Zumindest in Deutschland, ja. Ja, genau. Also ja, meine ich genau. Also ich meine, der nächste große Punkt wäre dann halt schon für mich zumindest in meiner Filmografie Bergman gewesen. Und ja, aber das, ja klar, das habe ich ja als Kind auch schon gesehen. Ich habe es vor allen Dingen irgendwie gemacht, weil das so eine, immer die schöne Atmosphäre irgendwie eingefangen hat. So von Sommern und dann war es Sommer und dann war so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, war so ein bisschen gute Laune, war schön. Ja, es wird natürlich auch ein idealisiertes Schweden gezeigt, ist ja klar. Aber ich meine, es sind Kinderbücher, klar, ja. Logisch. Ja. Das Einzige, was hier vielleicht so ein bisschen sehr dramatisch ist, ist natürlich tatsächlich die Brüder Löwenherz. Aber das ist natürlich die Geschichte an sich. Also das ist mehr so eine Abenteuergeschichte, da geht es ja eben auch, also hat mehr so diesen Ritter-, Räuber- und Gendarm-Aspekt. Aber weil es eben um den Tod an sich geht als Metapher, ist es natürlich nicht so einfach.
Ah ja, deswegen, aber, also, ja, vielleicht hat es mich deswegen auch immer so ein bisschen, vielleicht hat es mir auch ein bisschen Angst gemacht, weshalb ich mich dann nie dann drangekriegt. Ich fand das tatsächlich gruselig. Also ich fand vor allen Dingen das Ende halt gruselig, da müssen sie gegen einen Drachen kämpfen und dann aber auch diese Vorstellung, also ich war nicht alt genug, um wirklich zu verstehen quasi, was tot ist. Ich meine, das spielt ja mit diesem Gedanken, was passiert, wenn du stirbst und was ist danach. Und ich fand aber diesen Gedanken irgendwie, also und die sind ja dann, nachdem sie gestorben sind, kommen sie in das Kirchblütental. Und nachdem sie dann gestorben sind, wenn sie im Kirchblütental sterben, dann kommen sie, und jetzt müsste ich lügen, es ist schon so lange her, dass ich die Story gesehen habe, aber ich glaube ins Apfelblütental, oder kann das sein? Also sie kommen auf jeden Fall nochmal woanders hin. Und als Kind, ich war also jung genug, damit ich es nicht richtig verstanden habe, aber alt genug, damit ich es irgendwie gruselig fand, dass du nochmal woanders hinkommst oder wenn ich genau weiß, wohin. Und also das war alles so ein bisschen schwierig. Ja. Lukas, hast du denn einen Favorit aus denen? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe, glaube ich, auch nicht alle gesehen. Ich glaube, ich habe wirklich nur den ersten gesehen. Und den zweiten habe ich so ein bisschen, keine Ahnung, schemenhaft in Erinnerung nur. Deswegen muss ich hier mit dem ersten gehen. Ja, Pippi Langstrumpf ist, glaube ich, aber auch die Figur, die in Deutschland am populärsten ist. Und dann würde ich sagen, käme als nächstes auch schon gleich Michel. Und alle anderen sind so ein bisschen, also, Also Ronja halt. Ja, Ronja, aber das ist natürlich nicht Ulle Hellborn. Nee. Aber Ronja ist natürlich, aber das ist auch, ist aber lustigerweise auch ein Film. Also während ich sagen würde, Pippi und Emil und so weiter, die haben als Publikum eher jüngere Kinder. Also sagen wir jetzt mal 7, 8, 9, 10 und 11, so um den Dreh rum, ist ja Ronja Räubertochter eher, erzählt ja die Geschichte eines Teenagers. Also der ganz klassisch eben diese Abnabelung vom Elternhaus durchzieht. Und das ist also schon an ältere Kinder dann wieder gerichtet. Also man merkt halt auch, dass, das ist halt auch ein etwas späteres Werk von Lindgren, man merkt dann auch, dass da eine Entwicklung eben auch im Werk stattfindet. Und deswegen, aber ich mochte zum Beispiel Ronja Räubertochter immer am liebsten, tatsächlich. Das war mein Lieblingsfilm. Ja, ich glaube auch. Also ja, zumindest habe ich den, glaube ich, als Kind auch mit am häufigsten gesehen, wahrscheinlich von denen. Also von den Astrid Lindgren-Verfilmungen zumindest. Und danach kam, glaube ich, der Michel in der Suppenschüssel. Ja, gut. Der läuft ja heute auch immer, vor allen Dingen an Weihnachten, hast du recht. Ja, ja. Ja, das stimmt. Den habe ich, letztes Jahr zu Weihnachten tatsächlich das erste Mal gesehen. Oder Sonntagmorgens um 6 oder so, aber da gucke ich mir das nicht. Ja. Was ich ja auch witzig finde, was haltet ihr denn von Carlsson vom Dach oder Carlsson auf dem Dach? Weil ich finde ihn witzig, aber ich kenne ganz viele Leute, die den abgrundtief hassen, weil die halt sagen, das ist so ein, eine Figur, die macht mich schon ärgerlich, wenn ich die nur sehe. Der weiß immer alles besser, der ist eigentlich voll das Arschloch und der hat im Kinderfilm eigentlich nichts zu suchen, so halt. Und ich finde ihn aber irgendwie witzig. Also das ist natürlich auch Teil der Figur, klar. Die soll ein bisschen, Leute ein bisschen anstacheln und so ein bisschen so, ja, vielleicht doch nicht der beste Umgang für mein Kind. Und es ist halt auch ein kleiner Mann. Also er sagt ja immer, ich bin der weltbeste Carlsson, also der weltbeste Mann, der weltbeste Schöttbullar-Esser, der weltbeste Dampfmaschinenbetreiber. Also der ist ja immer der Beste von allem überhaupt. Ist ja auch gar nicht arrogant oder so. Und es ist aber ein kleiner Mann. Also der ist erwachsen, es ist kein Kind. Ja, das ist ja immer das, wo dann alle immer sagen, die finden den auch so nervig, weil der eben, so besserwisserig und so ist. Aber man vergisst dabei halt immer, dass das halt kein Kind ist. Man denkt ja immer dann, ja, das sind zwei Kinder. Nee, ist es nicht. Das ist ein Mann, der ist halt nur klein und hat einen Propeller auf dem Rücken. Also der ist erwachsen, ja. Und der hat natürlich auch, und so wird er auch dargestellt. Das heißt, ich meine, es wird vom Kind gespielt, aber die Haare haben halt so diesen klassischen, diesen Kranz, weißt du, diese Platte, wo an den Rändern nur noch Haare da sind, wenn du halt so in den 50ern oder 60ern bist und deine Haare anfangen so auszufallen. So sieht er halt auch aus, ja. Und es ist schon ein bisschen irritierend, wenn man das dann so sieht. Ja, ja, ich kenne auch wirklich nur also Bilder daraus. Ich habe den, glaube ich, nie gesehen, den Film. Nee, ich glaube ich auch nicht. Also ich glaube, es gab dazu auch irgendwie so eine Kinderanimationsserie auf Kika oder so. Ja. Die habe ich mal so. Aber ich glaube, da ist tatsächlich auch Carlsson mehr so, die Animationsserie, da ist er mehr wie ein Kind, weniger wie ein Kind. Ja, da ist er auch ein Kind, glaube ich, bin ich mir recht sicher. Dann ist ein bisschen angepasst.
Was ich schade finde ist, also was ich euch noch empfehlen kann, ist Erasmus und der Vagabund, weil den sieht man heute kaum noch, aber der hat so ein bisschen so Pippi Langstrumpf-Vibe, würde ich mal jetzt so sagen. Mhm. Der geht eben um den kleinen jungen Erasmus, der dann ausreist und unterwegs eben einen Vagabunden trifft oder einen Landstreicher und das natürlich alles sehr romantisiert. Also weißt du, so der klassische Landstreicher, der die Freiheit genießt und von nichts abhängig ist und durch die Lande streifen kann und das Leben genießt und so halt. Also wir reden hier nicht von sozialer Wirklichkeit. Und dann sind die beiden eben unterwegs und durch Schweden und Schwedens Natur und fahren auch mal heimlich mit dem Zug und so. Also es ist schon sehr romantisch alles. Und der ist auch sehr schön. Und da finde ich ein bisschen schade, dass man den kaum noch sieht heute. Also den kann ich auch empfehlen. Ja. Ich mich gerade frage, ich denke, dass es nicht so ist, aber also so Pippi Langstrumpf, also die ganzen Filme von Olle Hellborn oder Ulle. Ist es, oder? Mhm, Ulle? Ja. Okay. Ulle Hellborn sind wahrscheinlich aber in Schweden genauso beliebt wie hier, oder? Also das ist nicht so ein Fall quasi, wo das einfach in Deutschland irgendwie so Klassiker sind, aber im eigentlichen Land so sich das eigentlich gar nicht so angeguckt wurde. So, also es ist nicht nee, so, die oder? Die sind genauso beliebt in Schweden. Ja. Okay. Ja. Gibt's ja manchmal so, also vor allem mit schlechten Serien so. ja, ja. Also Pippi und Emil sind auch die zwei, die am beliebtesten sind in Schweden, aber die Gewichtung ist ein bisschen anders. Also du hast auch viel, also was jetzt hier nicht dabei ist, weil es halt nicht Ulle Hellborn ist, aber es ist halt Krokan oder Lotta, also das ist das, was Madita oder Lotta oder sowas, das ist das, was in Schweden auch noch sehr beliebt ist. Das ist dann mehr für jüngere Kinder. Aber das geht so ein bisschen Richtung Bullabü, dass du so ein bisschen Geschichten hast, die ja mehr so auf kleineres Publikum gerichtet ist. Das kennt man in Deutschland jetzt weniger eigentlich. Und es wird auch jedes Jahr regelmäßig im schwedischen Fernsehen wiederholt. So ein bisschen wie bei uns auch. Also im Sommer vor allen Dingen hast du ganz viele Astrid Lindgren-Verfilmungen, die ins Kinderprogramm reingehievt werden im Sommer zu so speziellen Sommer-Kinderprogrammstunden oder so. Ja. Okay. Ja? Meine Frage, wollen wir das Fass aufmachen? Ja, Iman. Ja, können wir also doch machen. Machen wir es auf. Also, ich musste vorhin lachen, als du gesagt hast, die Filme sind nicht so einfach, weil ich pflege zu sagen, wenn mich einer fragt, was kannst du mir so als Einstieg zu Bergman sagen? Ich sage immer zwei Sachen. Erstens, wenn du einen Bergman-Film dir anschaust, willst du dich hinterher immer umbringen. Also das ist immer so das Erste. Bergman-Filme sind in der Regel immer sehr schwierig, sehr, sehr, sehr seriös, mit anstrengenden Themen. Sie sind in der Regel sind sie sehr gut, aber sie sind auch wirklich deprimierend. Also das sind immer so Filme, wo du sagst, oh, die darfst du dir nicht angucken, wenn du gerade nicht so gut drauf bist, ja? Also das ist immer das eine. Und dann werde ich mal gefragt, ja, was würdest du mir denn empfehlen, wenn du mir Bergman empfehlen würdest? Und natürlich gibt es so Filme, die man auf jeden Fall empfehlen muss, sowas wie Das siebente Siegel oder sowas, aber das ist natürlich nicht der Film, den ich jemanden an die Hand gebe, der als allererstes sich einen Bergman-Film anguckt, weil der guckt vielleicht dann nie mehr einen Bergman-Film, ja? Also das heißt, ich sag dann immer, wenn ich gefragt werde, was würdest du empfehlen, dann sage ich immer entweder Wilde Erdbeeren, also das Mülltonsdalet, weil das doch mehr so, sagen wir mal, eine etwas einfachere, verhältnismäßig positivere Variante von Bergman ist. Und was ich da auch immer an die Hand gebe, ist dann Fanny und Alexander, was natürlich auch traurige Elemente drin hat, selbstverständlich, und auch gerade auch mit dem gewaltbereiten Vater in dieser Geschichte, aber was halt natürlich teilweise autobiografische Züge trägt und was man auch in Deutschland und was einfach so ein nettes Feeling quasi hat. Also das sind immer so die beiden Filme, und ich meine, Fanny und Alexander läuft ja in Deutschland auch, glaube ich, immer zu Weihnachten. Das Ding ist halt auch fast irgendwie 100 Stunden lang, ja, also ich weiß nicht, aber ich glaube, ich würde immer die lange Variante sehen, ich glaube, die ist an die 4 Stunden, kann das da sein? Können wir 5 Stunden und ja. 20 Minuten. Genau, und das sind die beiden Filme, wo ich immer sage, also die würde ich als Einstieg empfehlen, und danach kann man sich dann den etwas schwereren Dingen widmen, wie eben, was weiß ich, die Herbstsonate und Szenen einer Ehe und Das siebente Siegel und die Zauberflöte und die, also die ganzen, sagen wir mal,
Schwerkaräter. Ja. Also eigentlich kann man alle Filme, die Jungfrauenquelle, man könnte alles nennen von Bergmann eigentlich. Ja. Ich hab tatsächlich mit Wilde Erdbeeren angefangen. Tatsächlich war Wilde Erdbeeren mein Einstieg. Meiner war Fanny und Alexander. Ach, siehste. Ja, dann passt siehste. Das auch gerade. Und es war nicht abgesprochen. Das stimmt. Da muss ich auch sagen, ich habe mich tatsächlich erst auch dieses Jahr, ich glaube im Januar oder Februar, an Ingmar Bergmann rangetraut. Das war für mich halt der große Name, der in meinem Kopf war die ganze Zeit als Regisseur, den ich aufholen muss, den ich schauen muss. Aber ich habe mich lange, lange einfach gesträubt, weil ich wusste, das wird eine Fahrt in Abgründe. Und ich wusste, es wird nicht einfach. Aber ich muss sagen, also ich war dann nach ein, zwei Filmen war ich drin und war dann sehr verliebt, sag ich mal, in die Filme und konnte mich dann immer gut drauf einstellen. Und dann habe ich, glaube ich, innerhalb von, weiß nicht, ein paar Tagen habe ich dann, glaube ich, ich habe 12 Filme, habe ich, glaube ich, mir nacheinander angeguckt. Also das finde ich auch, also ich brauche immer so, also so ein, zwei Filme kann ich von ihm am Stück, in Anführungszeichen, also einen Tag den einen, einen Tag den nächsten, und dann brauche ich so eine Woche, zwei Wochen Pause. Bis ich dann vielleicht mich an den nächsten, oder kommt auch drauf an, welchen. Aber ja, wollen wir also auf so ein paar vielleicht nochmal so ein bisschen tiefer eingehen? Mir ist es eigentlich egal, welchen. Lukas, du kannst dir gerne mal einen raussuchen hier. Es ist auch wirklich der Regisseur, als ich diese Liste hier zusammengestellt habe. Bei Letterboxd gibt es diese praktische Funktion, du kannst dir ja die populärsten Filme aus jedem Jahrzehnt eines Landes anzeigen lassen. Ja. Und egal, was ich gefiltert habe und so weiter, die ersten 10 waren immer von Bergmann und dementsprechend lang ist diese Liste und jetzt kannst du wählen. Ja, wir starten mal. Erstmal kann man natürlich sagen, dass Ingmar Bergmann war fleißig, der war wahnsinnig fleißig, der hat fast 40 Jahre lang durchgehend abgeliefert und Filme gemacht, eigentlich jedes Jahr fast, glaube ich, und teilweise dann einfach so 2 auch in einem Jahr, was sehr krass ist so. Ich würde sagen, wir können von mir aus halt auch mit Wilde Erdbeeren starten, weil es einfach der erste Bergmann-Film ist, den ich gesehen habe. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, dann fang doch mal an als Gewährspate. Du hast ihn ja dann auch als deinen Einstieg zu Bergmann gesehen und das hat dich nicht abgeschreckt, sondern dazu geführt, dass du gesagt hast, ich gucke weiter. Genau, also es geht. Erstmal, in der Hauptrolle haben wir einen Namen, den wir bereits kennengelernt haben heute. Und zwar Viktor Sjöström ist zurück. diesmal als Schauspieler und nicht als Regisseur. Mhm. Genau, und es geht halt um diesen 78-jährigen Professor, der heißt Isaac. Und der ist Arzt, Wissenschaftler und ist halt, wie gesagt, 78, lebt mittlerweile, ist dann nicht mehr richtig am Arbeiten, sondern lebt dann eher zurückgezogen bei sich zu Hause. Seine Frau ist bereits tot. Er hat einen Sohn, den er nie sieht. Und seine Mutter lebt tatsächlich auch noch, was sehr spannend ist. Und eigentlich ist so die letzte Person, die bei ihm da ist, ist seine Haushälterin Agda. Beginnt damit, dass er einen Albtraum hat, wo er sich quasi selber tot sieht. Also sieht sich in einem Sarg. Und genau, und quasi wird mit seinem eigenen Tod konfrontiert und entscheidet sich dann, mit dem Auto nach Stockholm zu fahren. Und auf dieser Reise begegnet er teilweise der Vergangenheit. Und genau, das wird dann so sehr spannend eingebaut, würde ich sagen, weil das so sehr verschmilzt teilweise, diese Realität und diese Erinnerungen. Und natürlich ist dann diese Reise auch eine metaphorische Reise, könnte man sagen, die vielleicht so ein bisschen Richtung Selbstfindung geht. Mhm. Ja, das ist so, was man dazu sagen kann zur Handlung. Ja, und es spielt natürlich auch, also es ist auch so ein bisschen so eine Liebes, also Liebe spielt auch eine Rolle. Man kann nicht sagen, dass es eine Liebesgeschichte ist, das ist es jetzt, also, aber es hat Teile von einer Liebesgeschichte, oder? Sagen wir so. Ja, garantiert. Ich muss ganz allgemein sagen, dass bei Bergmann, also entweder macht Bergmann eher kürzere Filme oder so richtig lange Schinken. Es gibt so keinen, so dazwischen gibt es so gefühlt nichts. Also es gibt keine, so zwei Stunden Film gibt es nicht. Es gibt 1,5 Stunden,
und 3 Stunden Minimum so gefühlt. Ja. Das stimmt, ja. Und man begegnet in der Regel auch irgendwie immer wieder denselben Schauspielern. Also der hatte dann eine Reihe von, vor allen Dingen auch Schauspielerinnen, muss man sagen, ja. Der hatte eine Reihe von bevorzugten Schauspieler und Schauspielerinnen, die dann auch immer wieder in seinen Filmen auftauchen. Also die kommen einem dann auch immer bekannt vor, wenn man 1 oder 2 Filme von Mayman schon mal gesehen hat. Und er hat ja auch dadurch einige Karrieren quasi gestartet oder Durchbrüche. Zu Durchbrüchen geholfen, verholfen, ja. Genau, Beispiel da Liv Ullmann natürlich. Ja, klar. Das wahrscheinlich das prominenteste Beispiel. Ja. Ja, und der Herr wahrscheinlich, oder? Der Max von Sydow? Max oder von Sydow auch, wobei natürlich. Der war vorher, der war vor allen Dingen durchs Theater und so war der schon bekannt, genau. Hm. Ich überlege jetzt gerade, ob ich da was durcheinander schmeiße. Aber ich hätte jetzt noch an Ingrid Bergman gedacht, die ja auch in dem einen oder anderen Film von Bergman prominent vorkam. Ja. Ja. Also ich wollte gerade sagen, weil die beiden, an die ich immer denke, wenn ich an Bergman denke, sind automatisch sind Liv Ullmann und Ingrid Bergman. Und jetzt gab es aber, ich glaube, in Smiltron-Stelle war auch noch Bibi Andersson, glaube ich. Die ist auch. Ja. Die ist auch recht bekannt, also die hatte aber ihren Durchbruch, glaube ich, durch Bergman auch. Jetzt fange ich auch schon zu sagen, fange ich auch schon an Bergman zu sagen. Bergmann. Ja, RG wie J, genau. Ja, machen wir ein bisschen Schwedischunterricht nebenbei, kein Thema. Also RG spricht man wie J aus? Wird wie J ausgesprochen, genau. Also ist dann Ingmar Bergman. Genau. Spannend. Okay. Ja, ich habe mit, also Wilde Erdbeeren war dann mein zweiter Film. Also ich bin bin der Liste quasi gefolgt, die du hier aufgestellt hast. Aber ich muss sagen, also Wilde Erdbeeren fand ich dann schon ein bisschen schwieriger als also zum Reinkommen tatsächlich. Und da hatte ich dann zum Beispiel mit Das siebte Siegel nicht so richtig meine Probleme. Also es kommt natürlich auch drauf an, wie man jetzt so, was man auch vielleicht so ein bisschen erwartet, wo auch vielleicht jetzt eigene Interessen oder Vorzüge liegen. Ja, ich fand ihn, ja, sehr gemächlich. Ja, naja, und es ist natürlich auch, wir haben halt, Bergman hat über einen langen Zeitraum gewirkt. Also wir haben Schwarz-Weiß-Filme, genauso wie Farbfilme. Oh ja. Und da ist dann auch die Frage, es ist natürlich zum Teil auch absichtliche Entscheidung, Sachen zum Beispiel in Schwarz-Weiß auch zu filmen, zu einem Zeitpunkt, wo man hätte schon bunt filmen können. Ja, genau, und der Wilde Erdbeeren ist ja auch von 57. Genau, oder? Genau. Ja, ja. Und das kommt aber, glaube ich, als ein Aspekt vielleicht auch dazu. Natürlich gucken wir, so sehr wir uns bemühen, Sachen zu schauen mit einem Auge von damals quasi. Mhm. Aber wir sind natürlich unsere heutigen Sehgewohnheiten gewohnt. Und das ist dann halt, muss bunt sein und schön und auch noch schnell geschnitten, wenn möglich. Aber bunt, glaube ich, fällt einem leichter. Und Fanny und Alexander ist halt bunt. Während Wilde Erdbeeren halt schwarz-weiß ist. Ja, ja. Wobei dann Das siebte Siegel natürlich auch schwarz-weiß ist. Aber ja, aber für mich das ist natürlich auch sehr stark stilisiert. Also Das siebte Siegel ist ja wirklich, ich finde, Das siebte Siegel ist halt, hat so ein bisschen was von so einem Kunstwerk, das man betrachtet, weißt du? Ja. So ein Schwarz-Weiß-Bild, das ist alles sehr, sehr stark stilisiert, stimmt, sehr, ja. sehr voller Metaphern und ja, ja. Aber wie gesagt, Fanny und Alexander. Und ja, also welche Version hast du gesehen? Es gibt ja mehrere Versionen, auch eine, ich glaube, zweiteilige Version, wo es auseinandergeschnitten ist. Und dann gibt es ja diese ganz lange Version, wo genau, alles quasi in einem Fassung. Guss ist, genau. Die ist da, glaube ich, 3 Stunden bis 4 Stunden oder sowas lang um den Dreh rum. Und ich finde aber auch, das ist die beste. Ja, also die habe ich auch das gesehen. Das ist schön, dass ihr die gesehen habt. Ich bin auf der Suche nach dieser und ich finde sie nicht, also ich habe sie noch nirgends gefunden. Ich habe jetzt halt die Blu-ray der 3-Stunden-Fassung, also des Films quasi. Aber die, ich habe die anderen noch nicht gefunden und ich dachte auch, ging das nicht sogar noch länger? Also 5 Stunden geht die. Ui. Also waren es doch 12 Minuten. War es doch länger, okay. Genau, das sind 4 Episoden sind das. Also ich habe die auf dem Criterion-Channel geguckt. Ja. Da gibt's das. Ja, genau. Das bringt dir nichts. Ich habe es im schwedischen Fernsehen gesehen, aber da war es gesplittet. Also beziehungsweise da habe ich dann zwischendurch mal eine Pause eingelegt. Ja. Das funktioniert da ja auch ganz gut, weil es ja wirklich Episoden sind. Ja. Ja, dann können wir doch gleich noch, ich meine, das ist jetzt auch nicht chronologisch bei ihm, aber dann lass uns doch noch kurz über Fanny und Alexander reden. Ja, das ist auch auf jeden Fall, das ist mein Lieblings-Bergman-Film auf jeden Fall. Mhm.
Ja, also man kann vielleicht, um's zusammenzufassen, sehr, sehr grob zusammenzufassen, sagen, wir folgen eben der Familie Ekdahl und eben den beiden Kindern, die in dieser Familie sind, nämlich Fanny und Alexander, und wie sie aufwachsen, dem Familienleben, der Familiendynastie, vielleicht kann man so sagen, vielleicht so grob, oder? Ja, ja. Und kriegt dann eben verschiedene Dinge mit, also wie Weihnachten gefeiert wird zum Beispiel auch, deswegen wird auch in Deutschland immer an Weihnachten gezeigt und solche Dinge. Aber es ist natürlich, das ist wohl, glaube ich, der autobiografischste Film, den Bergman jemals gemacht hat. Also da sind ganz, ganz, ganz viel der Geschichte basiert auf seiner eigenen Kindheit. Das finde ich ja natürlich auch faszinierend. Hat er auch viel selber zugesagt. Und ja, aber das ist auch einfach, der Film ist einfach so dramatisch, er teilweise ist. Er ist auch aber so einfach schön inszeniert und er macht einfach Spaß. Und du hast natürlich sehr gute Schauspieler. Also ich meine, Allan Edwall, der ganz bekannt aus noch ganz, also das ist eine der großen Größen des schwedischen Films, ja, und auch in verschiedenen Kinderfilm aufgetaucht, aber als Oskar Ekdahl eben, also der Vater, ja, keine einfache Rolle, und aber sehr, sehr gut, ja. Und auch hier, also auch hier im Film auch eine Bekanntheit, die mir jedes Mal auffällt, wenn ich sie sehe, weil ich immer vergesse, dass er drin ist, ist der den Bischof spielt, Jan Malmsjö, auch ein ganz bekannter Sänger und Schauspieler. Aber ganz viele bekannte, große Schauspieler hier in dem Film auch. Ja, Christina Schulin, ich glaube, die haben wir doch auch, die war auch ein paar Mal in anderen Filmen von Bergman drin, also es wiederholt sich auch ein bisschen, was wir gesagt haben, ja. Aber ich glaube, der ist auch, also so schwierig, sagen wir, für Bergman-Verhältnisse ist der Film nicht ganz so schwer, obwohl er natürlich, das stimmt. Obwohl er bestimmte Thematiken hat, die natürlich schwierig sind, ich meine, es kommt Gewalt und so weiter, das kommt alles schon drin vor, so ist es nicht, aber dadurch, finde ich, wird es auch, obwohl er so lang ist, also wird es zu einem der kommerziellsten Filme, die er hat. Ich glaube, deswegen wird er auch so oft gezeigt. Also der ist schon sehr zugänglich für den Zuschauer an sich. Das stimmt, ja. Und er hat auch irgendwie, also gerade sehr erinnere mich, am Ende wird dann so eine Rede gehalten, also er hat auch was Lebensbejahendes oder eben was. Ja. Also er ist halt wirklich nicht so schwer und er zieht nicht so runter, wie es andere Filme tun, ja. Ja, ja. Das stimmt. Weil es irgendwie aus diesen Kinderaugen ja ein bisschen auch erzählt ist. Ich finde, das macht nochmal viel aus, und weil man dann nicht so, der Film macht es ja, dass man da irgendwie anfängt, so wahnsinnig mitzufiebern einfach. Und ich meine, es war, ich glaube, auch Bergmans letzter Kinofilm. Danach hat er bloß noch, also was heißt bloß noch, danach hat er immer noch weiter gemacht, und aber Fernsehproduktionen und so weiter oder auch was fürs Theater gemacht. Und auch ein Film, der auch über Schweden hinaus, ja, also Bergman ja sowieso, aber zum Beispiel bei den Oscars als erster fremdsprachiger Film irgendwie 4 Oscars abgeräumt hat, eben zum Beispiel in der Kategorie bester fremdsprachiger Film, aber auch für die Kostüme, für die Kamera. Und für noch was. Ausstattung, beste Ausstattung. Ja, ja, genau, beste Ausstattung, genau. Ja, richtig. Und ein Golden Globe auch, und ein César, ja. Und ein BAFTA, also der hat eigentlich alles mitgenommen, was ging. Ja. Und ich meine, der Film sieht ja auch super gut aus, also wirklich hier die Blu-ray, die ich hier liegen habe, das sieht fantastisch aus, und wirklich, ich bin auch auf der Suche nach dieser 5-Stunden-Version, weil ich die, ach, ich bin gespannt auf die Unterschiede, ich habe mich schon so ein bisschen mal gelesen, was denn so rausgekürzt ist, unter anderem ist eben die Weihnachtsfeier, also die finde ich ja jetzt schon so schön, ja. Das ist wirklich, als würde ich dort mit am Tisch sitzen quasi. Und die ist ja noch mal viel ausführlicher in dieser 5-Stunden-Fassung. Also da bin ich schon interessiert dran. Ja. Geht die, glaube ich, so 1,5 Stunden, glaube ich, ungefähr. Ja, also wenn einer von uns drüber stolpert, dann, oder von euch, E-Mail an uns quasi. Genau. Ja. Was würdet ihr denn noch sagen, wenn ihr sagt Bergman, was würdet ihr denn da noch sagen, muss man unbedingt von Bergman noch gesehen haben? Also ich meine, das sind so die 2 Filme, wo man vielleicht ein bisschen ganz guten Einstieg findet. Und ja, was noch? Also das 7. Siegel natürlich, denke ich. Das ist ja so der Wendepunkt, vielleicht kann man sagen, in der Karriere. Ja, was noch? Also ich hätte jetzt auf jeden Fall, also für mich, also das
Natürlich Persona, natürlich, ja. Finde ich. Der ja. natürlich. Aber der ist natürlich extrem schwierig. Ja, also ja, da musst der, du der wirklich, wirklich gut drauf sein, wenn du ja, den dir ja. anguckst vorher. Das ja. Das stimmt, der ist auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall eine ganz andere eigene Hausnummer nochmal. Mhm. Was witzig, ich habe letztens, ich lese momentan das Buch Story von Robert McKee, also über das Drehbuch schreiben. Und da redet er auch öfters über Ingmar Bergman und hat da, und in dem Buch hat er erzählt, dass Ingmar Bergman ist auf die Idee von dem Film gekommen. Der hat, da war er in, da hatte er gerade Labyrinthitis oder so, also so mega viel so Schwindelanfälle und so. Und dann war der so irgendwie lange ans Bett gefesselt und hat dann an so einem Punkt auf der Decke gestarrt die ganze Zeit, um dann quasi, damit er nicht diese Schwindelanfälle hat. Und währenddessen ist ihm irgendwie diese Idee dafür gekommen und dann und hat dann gleichzeitig irgendwie halt auch eine irgendwie diese irgendwie die Krankenschwestern beobachtet, wie die so miteinander kommunizieren und dann ist ihm einfach so die Idee für Persona gekommen. Hm. Also auch irgendwie verrückt. Ja, ja. Genau. Aber auf jeden Fall so, siehst du, wo ja. Inspiration herkommen kann, ja? Ja, das stimmt. Wenn man einfach die Augen aufmachen und dann, ja. Was ich noch auf jeden Fall, also welche Filme mich noch, welche es mir sehr angetan haben, ist die Herbstsonate auf jeden Fall. Mhm. Der ist natürlich auch sehr hart, oder der in Anführungsstrichen realistischste Film, so, weil das ist halt wirklich so ein richtiges Schauspielstück einfach da, wirklich, da hat man einfach Liv Ullmann und Ingrid Bergman, die sich eigentlich gegenseitig 1,5 Stunden an die Wand schauspielen, so. Mhm. Das ist schon verdammt gut. Und da von dem Film war ich ein Riesenfan. Und irgendwie fand ich es witzig, dass Ingrid Bergman in einem Ingmar Bergman-Film drin ist. Wie für diese Namen, weil die so ähnlich klingen. Als ich das gesehen habe. Wobei Bergman ist so ein bisschen wie Müller oder Schmitz oder so. Ah, okay, das ist ein recht klassischer Nachname, okay. Und welchen Film ich noch sehr gut fand, der ausführlich in dem Buch, was ich gerade erwähnt habe, beschrieben wird, ist Through a Glass Darkly. Ah, wie in einem Spiegel. Den, genau, den fand ich auch noch sehr, sehr gut. Hm? Mhm. Ich glaube, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ah, den müsste ich dann vielleicht mal nachholen. Also Szenen einer Ehe würde ich da einfach noch mit ja, in den Topf schmeißen. Definitiv. Den sollte man auch gesehen haben. Der Camp, ich glaube, von das, mir auch, das ja. war auch. Das war aber lange tatsächlich der Film, den ich am ehesten mit Bergman assoziiert habe. Das war der erste, glaube ich, den ich im Zusammenhang mit Bergman gehört habe. Also noch vor Fanny und Alexander, noch vor Smultronstelle und so. Und was man vielleicht noch ein bisschen noch so als kann man, muss man nicht, also man kann eigentlich alle, aber ich würde da noch, die Jungfrauenquelle würde ich noch mit empfehlen und die Zauberflöte. Das wären die beiden, die ich auch noch. Die liegt noch bei mir rum. Die habe ich noch nicht gesehen zum Beispiel. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Also bei mir wären es auf jeden Fall, also auch Szenen der Ehe. Den fand ich auch schön und ich mochte auch das Schweigen. Mhm. Und um zwei Schwestern und ein Kind von einer Schwester und die auf einer Heimreise sind und da müssen sie in einem Hotel quasi eine Nacht verbringen und dieses Hotel, das ist irgendwie so ganz, ja, also ein bisschen bizarr und was dann dort alles was dort alles geschieht und auch was mit den Schwestern und so passiert, natürlich alles sehr metaphorisch, damals ein Skandalfilm und eine Zensurdebatte ausgelöst, von wegen hier nackter Darstellungen und so weiter. Also den fand ich auch sehr gut. Ja, wunderbar. Und also ich meine, Bergman ist natürlich... Ich würde noch Schrei und Flüstern einmal noch eben schnell reinwerfen. Also das war, glaube ich, der zweite oder der dritte Film. Ich muss ihn, glaube ich, nochmal sehen, aber der hat mich echt abgeschreckt. Weil er war für mich sehr, sehr anstrengend.
Also ich finde es auch lustig, aber man wächst natürlich auch in manche Filme hinein. Also das ist natürlich, kommt natürlich auch damit, dass man sich selber weiterentwickelt und man hat andere Erfahrungen, man wird auch älter und so weiter. Und mir ging es zum Beispiel so mit dem siebten Siegel. Alle haben immer gesagt, oh, das siebte Siegel, das siebte Siegel. Und ich so, ja, da habe ich es geguckt und ich fand es wirklich langweilig. Ich muss es so sagen, es tut mir leid. Und jetzt, nachdem dann Max von Sydow gestorben ist, der ist letztes Jahr, jetzt haben wir es, haben 21 Jahre, letztes Jahr ist er gestorben durch das Ganze, die Zeit rennt gerade so dahin. Und da habe ich dann gesagt, Mensch, guckst es dir doch nochmal an. Und ja, der Film hat seine Längen, aber ich habe da jetzt einen ganz anderen Zugang zu gefunden, als ich das damals hatte. Also ich kann den heute tatsächlich auch mir angucken und quasi als Film wertschätzen und auch die schauspielerische Leistung viel mehr wertschätzen, als ich das damals kann. Also da habe ich jetzt einen ganz anderen Zugang zu. Und ich glaube, gerade Bergman, der ja auch über einen langen Zeitraum Filme gemacht hat und sich natürlich auch weiterentwickelt hat, gerade da ist es so, dass man, glaube ich, zu bestimmten Filmen einfach einen besseren Zugang hat oder einen anderen Zugang, wenn man halt den dann später vielleicht nochmal guckt. Also wenn man sagt, okay, ist nichts für mich, ich lege ihn mal für 5 oder 6 Jahre beiseite und dann versuche ich es einfach irgendwann nochmal und dann könnte es ja vielleicht sein, dass er mir dann vielleicht gefällt. Ja. Ja. Gut. Ja, also ich meine, Bergman ist natürlich auch ein Fund. Also, aber er ist nicht der Einzige. Also er war natürlich sehr, sehr prägend über einen langen Zeitraum, das ist richtig. Aber es gibt natürlich noch den einen oder anderen. Ja, wir kommen ja auch. Ich würde kurz, bevor wir jetzt vielleicht noch was Leichteres, was eher Lockeres einschieben. Und zwar den Regisseuren von Apfelkrieg und auch Ronja Räuberkocher. Ja, ich wusste. Mir war klar, dass du den Apfelkrieg nennst, weil was kann jetzt sonst kommen? Ja, dann erzähl. Torge Danielsson, ja. Genau der. So richtig, also gibt's auch auf Netflix. Woo! Und es ist eher dann, Komödie, würde ich sagen, eindeutig. Es geht um, also es geht ja um die quasi um die Bewohner eines schwedischen Dorfes und da dringt so die Tourismusbranche ein bisschen ein und möchte dort einen Freizeitpark oder irgend sowas hinstellen. Genau, so einen großen, genau so einen großen Freizeitpark, richtig, genau. Genau, und dann geht so ein bisschen, da wird auch so ein bisschen, das Dorfleben, wie du es ja so schön nennst, so ein bisschen aufs Korn genommen. Also man nimmt sich da auch nicht zu ernst jetzt. Ja, und dann, ich glaube, die den Freizeitpark bauen wollen, das sind auch, glaube ich, Deutsche. Also man hört ja tatsächlich auch immer wieder Deutsch in diesem Film. Ja. Und dann geht es so ein bisschen um die, gibt auch so Umweltprobleme, also so die Auseinandersetzung mit. Und dann gibt es auch so so eine ganz verrückte Familie, nenne ich es mal, die da irgendwie so ganz verrückte Erfindungen hat und dann eben so versucht, eben der Branche da den Bauplan oder was weiß ich, so ein Schnippchen zu schlagen, ja. Ja, und aber auch so total abgedreht, so ein bisschen. Also halt sehr, also diese Familie sieht auch so sehr 70er Jahre aus, so mit Bärten und so. Also es ist so ein bisschen crazy alles. Aber es ist natürlich trotzdem ganz amüsant, sich das anzuschauen. Und das war tatsächlich voll der Gassenhauer. Also der hat ich glaube, jeder zweite Schwede hat den gesehen. Natürlich auch deshalb, weil der später dann auch ganz viel im Fernsehen immer wieder gezeigt wurde. Und weil der natürlich Musik drin hat, die wirklich zu Schlagern wurden. Also die dann wirklich in Schweden auch hoch und runter gespielt wurden. Und also von Evert Taube, das ist ein ganz bekannter schwedischer Komponist, kann man vielleicht sagen, der sehr viele Lieder geschrieben hat, die dann sozusagen zu Volksgut wurden, also die man heute noch in Schweden singt. Und deswegen, daher kennt man das auch vor allen Dingen. Und weil natürlich, wie heißt sie? Oh Gott, warte, Namensfindungsstörungen. Monika Zetterlund, genau, eine ganz bekannte Jazzsängerin, die hat da eine Rolle gespielt und hat dann eben auch im Apfelkrieg gesungen, ja, und also das ist so ein bisschen das ist immer das, wo ich tatsächlich dran denke, wenn ich an den Apfelkrieg denke, denke ich immer als allererstes an Monika Zetterlund und wie sie singt. Eigentlich gar nicht so sehr und um den Rest, weil das so das ist, was so ein bisschen so im Nachhalt, im Gedächtnis, ja. Ansonsten hast du natürlich die üblichen Verdächtigen hier wieder drin, du hast Monika Zetterlund, du hast Max von Sydow, du hast Hasse Alfredson drin, auch ganz bekannter schwedischer Comedian, kann man vielleicht sagen, der auch sehr, sehr viel fürs schwedische Fernsehen an Comedy gemacht hat und auch sehr, sehr bekannt ist. Also du hast auch so die Who is Who der schwedischen Unterhaltungsindustrie, kann man so vielleicht sagen. Auch leichteren Unterhaltungsindustrie. Ja.
Genau, das war auch wieder mein Ansinn, da auch wieder was Leichteres zu sehen. Ja. Ja, ansonsten habe ich von ihm noch, ja gut, Ronja Räubertochter eben gesehen. Und, ja, ganz toll. Der Wind hat uns ein Ding gedreht. Ja. Also, ja, ich fand die Prämisse lustig, den Film nicht so ganz, aber... Also es geht um eine kleine schwedische Insel und auf dieser schwedischen Insel, dort wartet eben ein Paar und es hat sich mit einem anderen Paar und so verabredet und ja, dann kommen die mit dem Schiff eben dort rausgefahren und können aber nicht anlegen, immer kommt irgendwas anderes dazwischen. Ja, ja. Sie kommen einfach nicht an Land und darum dreht sich eigentlich der ganze Film. Das ist dann, das ist dann ein bisschen knapp, sag ich mal, also das reicht nicht, um diesen ganzen Film irgendwie dann zu tragen, aber ich wollte halt einfach mal reinschauen wegen der Prämisse allein. Ja, also da muss ich jetzt auch sagen, also das Ganze hat halt so sehr stark, hat sehr viel Slapstick-Humor drinne, wie übrigens auch Äppelkrieget, also der Apfelkrieg. Und ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit so Slapstick-Humor, weil ich finde es meistens nicht witzig. Und das tut mir so leid, weil ich oft bestimmte Aspekte sehr witzig finde. Und just bei dem Film, ich musste tatsächlich, ich habe gerade gestockt, als du gesagt hast, welcher Film, weil ich dachte, verdammt nochmal, wie heißt denn der auf Deutsch, auf Schwedisch? Und als ich, musste ich gerade nochmal gucken. Und es ist nämlich Ad an Jöra en Brygga. Und also, was wörtlich bedeutet, einen Steg bauen oder einen Steg machen. Ja, also, wo man halt dran anlegen dann kann. Ja. Und, da hat auch wieder Monika Zetterlund mitgespielt und so wie der Film heißt, so heißt auch das Hauptlied, das sie in diesem Film singt. Und das ist einer meiner allerliebsten schwedischen Schlagerlieder sozusagen, wenn man von Schlager reden kann vielleicht. Es ist ein sehr, oder Jazz, es ist ein Jazz-inspirierter Schlager sozusagen. Und den liebe ich sehr, sehr, sehr. Und das ist eigentlich das, was ich an diesem Film am meisten liebe. Deswegen war ich gerade so irritiert und dachte, was ist denn das für ein Film? Ach so, ach, der Film. Ja. Ja. Aber Torge Danielsson, auch bekannt in Schweden, hat viel so Sachen, viele Sachen gemacht, die so in die Volksseele so reingreifen, wirklich auch. Und die Schweden mögen den heute noch sehr gerne. Oder ja. Okay. Ja. Und habt ihr noch was, worüber ihr reden wollt, oder wollen wir... Ja gut, also ich weiß, dass das Britt auf jeden Fall noch über Jan Troell was sagen möchte. Ja, Jan Troell, ja, was genau. Jan Troell, genau. Ich würde mich trotzdem noch mal ganz kurz vordrängeln. Bitte. Ich möchte nämlich einmal noch eine Regisseurin einfügen. Ja, geschrieben Mai Zetterling. Zetterling, glaube ich. Okay. Also mehr wie stimmloses S war ich. Ah, okay. Ja, die einen Film, also von ihr habe ich auch einen Film gesehen. Und zwar Die Mädchen, ein Film oder eine Geschichte rund um ja vier Theaterschauspielerinnen, die ja so ein bisschen in ihrer, also in der Welt gefangen sind, eben aus Erwartungen, die man an ihre Rollen und an ihre Leistungen und eben auch an ihr Geschlecht hat. Und dann... Ja, geht's da so eben darum, ja, dagegen anzukämpfen, und dann schwingt da auch noch so ein Kriegsthema mit, gegen das auch angekämpft werden soll, und ach, das klingt jetzt alles, das ist furchtbar platt von mir ausgedrückt, also da verbergen sich noch viele weitere Themen drunter, und das war echt ein Film, der mich überrascht hat, weil ich halt nix erwartet hatte, wirklich. Er wurde mir halt wirklich wie so viele Filme hier in meine Netflix-Vorschläge gespült, und ich habe draufgeklickt und bin dran geblieben und war echt, der hat mich wirklich überrascht. Und ich würde sagen, wahrscheinlich für die Filme, die ich hier für diesen Schwedencast hier vorbereiten, nochmal gesehen habe, war es für mich, glaube ich, die größte Überraschung. Mhm. Ja. Spannend. Ich kannte den Namen, aber habe von ihr tatsächlich nichts gesehen. Also das ist doch dann... Ja, weil sie, also sie, es ist auch, also es ist so, hat ein paar interessante Kniffe, auch im Schnitt und mit einem tollen Kamera, der hat natürlich auch eine klare feministische Botschaft und die formuliert er auch klar aus, also das ist nicht so sonderlich subtil oder so. Und was er auch hat, sind so surrealistische Einschläge. Und da erinnerte mich tatsächlich in vielen Filmen an Federico Fellini. Und da ich ihn sehr mag, und da war sofort wieder so eine Verbindung da. Und ich dachte, oh, okay, krass, dass ich da jetzt ausgerechnet da die Verbindung ziehe. Und außerdem ist es auch noch eine
eine Art Neuinterpretation einer antiken Komödie von Aristophanes. Lösestratege, ja. Richtig. Hatte ich, ja, ja. Ja, schön. Der sei ja noch erwählt, so jetzt. Genau, dann schwinge ich gerade mal den Bogen. Also Jan Troell, es gibt einige Sachen von ihm, die man empfehlen kann. Ein Großteil von ihm ist auch jetzt, weil wir über Netflix gesprochen haben, auf Netflix zu sehen. Dummerweise genau der eine Film, wo ich sage, das ist mein Lieblingsfilm von Jan Troell, der ist natürlich nicht drauf. Da denke ich mir so, Leute, weißt du, alle möglichen Sachen von ihm. Das heißt, es hieß groß, Netflix hat groß angekündigt, das Werk von Jan Troell kommt auf Netflix. Und ich so, super, dann kam das Werk von Jan Troell auf Netflix. Aber das Hauptwerk sozusagen, das war nicht dabei und ich dachte, das gibt's doch nicht. Also ich rede von die Emigranten, beziehungsweise die Auswanderer, im Original eben Ytvandrana. Das ist eigentlich eine Zwei-Filme-Epos. Also die Ytvandrana ist der erste Teil, die Auswanderer und Nybyggarna, also auf das Deutsch neue das neue Land, ist der zweite Teil. Im Original ist es die Siedler. Und da muss ich kurz ausholen. Ich weiß, wir wollten sagen, wir machen Schluss. Ich beeile mich auch. Aber ich muss dazu ausholen und sagen. Also es fängt schon mal damit an, dass die Geschichte, auf dem das Ganze basiert, eine meiner liebsten Bücher sind. Also das ist eine literarische Vorlage von Wilhelm Muhlberg. Und die erzählt die Geschichte von Schweden, die im 19. Jahrhundert um 1850 rum aus Småland auswandern nach Amerika. Und die begleiten eben die zwei Hauptfiguren, Karl Oskar und Christina. Das sind Bauern, die eben sich in Amerika ein besseres Leben erhoffen und eben auch Land und so weiter. Aber gleichzeitig aus diesem kleinen Dorf, auf dem sie kommen, kommen auch noch andere Leute mit. Also diese Gruppe reist sozusagen gemeinsam aus. Das sind Karl Oskar und Christina, die eben Bauern sind. Dann haben wir eine Hure, die nicht mehr sozial auf dem niedrigsten Stand stehen möchte, sondern raus will aus dem Leben und mit ihrer Tochter, mit ihrer unlichen Tochter, die immer nur als Bastard verschrien ist, eben raus will und woanders ihr Glück suchen. Dann haben wir den Bruder von Christina, der eine Freikirche gegründet hat und eben was anderes glaubt als die normalen, als der normale Glaube in Schweden zu dem Zeitpunkt ist und eben dann religiös verfolgt wird. Das heißt, der hat dann diesen Aspekt Religion, der da eine Rolle spielt. Und dann haben wir noch den Bruder von Karl Oskar, der eben als Knecht sich verdingen muss und da mehr oder minder in einer sozial akzeptierten Leibeigenschaft ist. Und diese Truppe von Leuten, die wandert aus. Und da hast du natürlich in jeder Figur, das sind zwar Charaktere, aber du hast in jeder Figur natürlich Aspekte, die klassisch sind, warum Leute ausgewandert sind. Ja, also du hast eben den Bauern, der nicht genug Land hat, der nicht überleben kann. Du hast den religiös Verfolgten, du hast eben die in der sozialen Hierarchie Ausgestoßene und so weiter und so fort. So. Und diese Geschichte von Wilhelm Muhlberg, die zieht sich über vier Bücher, nämlich die Auswanderer, die Einwanderer, die Siedler und der letzte Brief aus Schweden. Und es verfolgt quasi diese ganzen verschiedenen Leute, aber im Hauptmittelpunkt stehen Karl Oskar und Christina und deren Familie und Kinder und wie die sich eben in Schweden dann aus Schweden ausreisen, nach USA einreisen, dort ihr Glück finden und wie sich das weiterentwickelt. Das heißt, du hast so eine kleine Familiensaga. Und das ist sofern ganz spannend, weil das stellvertretend steht für ein Drittel der schwedischen Bevölkerung, die zwischen 1850 und bis 1900 ausgewandert ist. Und das ist, glaube ich, mit einer der höchsten Auswanderungsquoten in Europa überhaupt. Also ein Drittel der gesamten Bevölkerung ist nach USA ausgewandert. Und diese Schicksale, die hier gezeigt werden, die stehen halt stellvertretend für so viele Schicksale, die genau so abgelaufen sind. Ja, und das war auch Absicht des Autors, der diese Geschichte eben genauso auch erzählt hat und der das Ganze als Chronik aufgebaut hat, also nicht als Roman. Es ist eine ganz komische Mischung aus Roman und Chronik und Journalismus, also es ist sehr, sehr, da kann ich ganz, ganz lange zu erzählen. So. Naja, und das ist die Geschichte, die auf dem das basiert. Und diese Geschichte
ist in Schweden sozusagen ein Heiligtum. Also jeder Schwede kennt diese Geschichte, jeder Schwede hat davon schon mal in irgendeiner Form gehört, jeder Schwede hat den Film schon mal gesehen. Es gibt ein Musical, ein sehr bekanntes, von den beiden Bs aus ABBA geschrieben, Benny und Björn, das über viele Jahrzehnte, also über viele Jahre hinweg erfolgreich gespielt wurde und auch, wo viele der Songs Schlager waren, die lange in den Hitparaden waren. Und es wird in der Schule behandelt, man liest Auszüge in den Lesebüchern, also jeder kennt irgendwie diese Story. Weil die natürlich auch, und es, die ganze Recherche, die der Regisseur gemacht hat, der Autor gemacht hat, ist dann später in ein Museum geflossen. Also mit der Recherche ist das Museum begründet worden, das Auswanderermuseum in Schweden. Also es hat ein ganz langer Rattenschwanz, der da dranhängt. Und dann hat eben Jan Troell gesagt, ich nehme mir diesen Stoff, ja, der ja wahnsinnig viel hergibt, und verfilme dem. Und das war damals schon, oh mein Gott, der nimmt sich ein Heiligtum. Also man wird es entweder wirklich hassen oder man wird es entweder wirklich lieben. Und dazwischen geht auch nichts. Und genauso sind die Filme auch. Und er hat sich eben tatsächlich die vier Bücher geschnappt und hat im ersten Film die ersten beiden Bände verarbeitet und im zweiten Film dann die letzten beiden, kann man sagen. Und wie gesagt, Die Auswanderer erzählt eben die Geschichte vor allen Dingen von Karl Oskar und Christina und eben den anderen, die ich jetzt erwähnt habe, und endet zu dem Zeitpunkt, zu dem sie in USA ankommen. Sie sind also auf dem Schiff, also man sieht, wie das Leben ist in Schweden, wie sie auswandern, die Überfahrt auf dem Schiff und wie sie dann auf dem Schiffsdeck stehen am Ende und das Land von weitem Amerika eben sehen. So, da endet der erste Film. Der zweite Film schließt dann daran an, wie sie in USA ankommen, wie sie da halt weiter. Oder beziehungsweise ist nicht ganz richtig, da endet nicht der erste Film. Der erste Film hat noch einen ganz kleinen Teil, wo noch gezeigt wird, was sie in Schweden eben, was sie in USA noch, wo sie in USA noch unterwegs sind und wie sie dann da ankommen, wo sie dann am Ende siedeln werden. Genau, richtig. Und dann geht der zweite Film da los. Und diese Geschichte, die liegt mir halt so nah am Herzen. Also es ist vor allen Dingen die Geschichte, die mich irgendwie so erwischt und die ich auch schon in ganz vielen verschiedenen Varianten gesehen habe. Ich mag das Musical sehr gerne. Ich habe eine sehr, sehr schöne Inszenierung gesehen im Stockholmer Staatstheater im Dramaten mit Ralf Lassgård in der Hauptrolle. Also das ist der Schauspieler, den man in Deutschland wahrscheinlich am ehesten noch von den originalen Mankell-Filmen kennt. Oder auch von ein Mann namens Uwe, der Schauspieler, der die Hauptrolle gespielt hat. Und der hat den Karl Oskar gespielt. Und es war großartig. Das habe ich mir damals zum Geburtstag geschenkt, als ich gelesen habe, mein Lieblingsstück wird neu inszeniert auf der Bühne mit Lassgård als Hauptrolle. Ich so, das schenke ich mir jetzt als langes Wochenende mit Ticket und allem. Es war ganz, ganz toll. Und und der Film ist. Und deswegen fällt es mir schwer, das vielleicht sehr subjektiv zu sehen, aber der Film ist trotzdem, finde ich, ein sehr guter Film, aber, und das ist grundsätzlich was man bei Jan Troell sagen muss, Jan Troell ist jemand, der sehr langsam inszeniert, also er hat eine sehr langsame Erzählweise, man muss sich da wirklich drauf einlassen. Ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die sagen, ich langweile mich zu Tode nach 10 Minuten, ja, aber man wird belohnt dann mit Szenen, die einfach einen in Mark und Bein treffen können oder die so pointiert sind, dass man sagt, alleine dafür lohnt sich das schon. Also es gibt eine Szene in Die Auswanderer, wo sie dann am Ende auswandern und das ist auch eine Szene im Originalbuch. Im Buch ist es so, dass die halt diesen Weg entlang fahren und dann müssen die immer diese Gatter aufmachen, die zwischen den Grundstücken sind. Und mit jedem geöffneten und geschlossenen Gatter lassen sie ein Stück Heimat zurück. Und das wird so ein bisschen inszeniert auch in Die Auswanderer im Film zum Beispiel. Da ist es aber so, dass man eben die Familie auf ihren Wagen eben wegfahren sieht und die gucken so zurück und sehen halt die Eltern, also die da eben bleiben auf dem Bauernhof und wie sie immer kleiner werden. Also der Wagen fährt weg und die Eltern sind die ganze Zeit im Blick und sie werden immer kleiner und am Ende sind sie nur noch so ein kleiner Punkt am Horizont. Und das ist so dieses Verlassen von allem, was man kennt, was vertraut ist, die Heimat und dieses wirkliche, dieses Wegfahren. Und das ist so wunderbar inszeniert einfach. Und auch sehr toll inszeniert zum Beispiel die Überfahrt auf dem Schiff. Ich fand, das war auch der Teil, der, ich finde, fast am besten war in dem Film, der am besten so dieses
dieses Bedrängnis. Diese Atmosphäre, richtig, die Bedrängnis, der Dreck. Richtig. Und das und auch die natürlich die Problematik der Leute untereinander, die sich an die Gurgel springen. Und da kommen natürlich auch alte, soziale Strukturen halt auch raus, weil ich meine, dann legt sich halt die Bäuerin, also Christina, legt sich dann halt mit der Hure an, ja. Und da kommen dann so alte Vorurteile raus, einfach weil man so gestresst ist, diese Situation, in der man ist. Und also ganz, ganz toll auch gespielt. Und das heißt, ich kann den Film sehr empfehlen, er ist lang. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube an die 3 Stunden Epis. Und er ist, wie gesagt, sehr, sehr langsam inszeniert. Also da muss man wirklich, das muss man gucken können. Sagen wir so. Aber sehr bildgewaltig, wenig Dialog tatsächlich, sehr, sehr viel mit Bildern gearbeitet. Also das ist auch typisch Truel, der ist immer sehr episch, so finde ich, kann man vielleicht sagen. Und da muss man halt auch hingucken. Also da kann man nicht so zwischendurch mal irgendwas anderes machen und nur zuhören. Das geht halt nicht. Und auch hier tatsächlich wieder bekannte Schauspieler drin, also Max von Sydow auch wieder, ich Max von Sydow ganz viel als Karl Oskar und Liv Ullmann eben als Christina und Allen Edwall, hatte ich ja vorhin schon gesagt, als der Bruder, der religiös verfolgte Bruder Daniel und auch hier wieder Monika Zetterlund übrigens, wo ich ja jetzt mehrfach gesagt habe, dass sie in so leichteren Komödien und Jazzsänger und so, hier als Ulrika, als die Hure, da hat sie auch übrigens gesagt, eine ihrer besten Rollen wohl oder die beste Rolle, die sie je gespielt hat und auch Hasse Alfredsson, der eigentlich ja Comedian ist von Haus aus, der hier aber tatsächlich eine relativ ernste Rolle spielt. Ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Und das war jetzt doch nicht so kurz gefasst, tut mir leid, aber also, alles gut, ich fand das wahnsinnig interessant gerade. Ja, also das mag ich sehr empfehlen. Ich habe bisher nur die Auswanderer gesehen. Weil es ja wirklich so ist, also ich glaube, der erste geht 180 Minuten und der zweite an die 200 Minuten. Ja. Da habe ich bisher noch nicht die Zeit, weil wenn, dann will ich mir auch die Zeit nehmen, weil ich fand die Ausmacher nämlich auch gut. Also der hat mir wirklich auch gefallen und vor allen Dingen auch, wie du gesagt hast, diese Schiffsszene, ich fand das richtig, also was dort aufgefangen wird, auch ich habe mir dann so ein bisschen natürlich gedacht, doch die Kamera, wie kann denn die Kamera da durchgehen? Das sieht alles so eng und so, die liegen dort so gefühlt aufeinander und ist es dort so niedrig und das fand ich auch ganz großartig, ja. Ja, er schafft es halt, was ich an Truel so gut finde generell, und da ist aber Ötvandra, finde ich, auch eines seiner Meilensteine, kann man sagen, oder vielleicht sogar das Beste. Er schafft es sehr gut, eben durch Bilder Sachen zu vermitteln. Also das ist wirklich das Medium Film, das da zum Tragen kommt. Also da spielen auch andere Dinge natürlich eine Rolle. Klar, es ist wichtig, wie ist was inszeniert und so weiter. Aber also der schafft es halt, alleine durch die Bilder schon so wahnsinnig viel zu transportieren. Mhm. Und man hat wirklich wenig Dialog in dem Film, also verhältnismäßig wenig Dialog. Und wenn man Dialog hat, dann ist wenig davon auch wirklich tiefgreifend. Also du hast dann natürlich, und das ist natürlich auch Absicht, es soll der Alltag gezeigt werden und du hast eben nicht so einen idealisierten Alltag, sondern du hast halt einen Alltag, wo einer versucht, das ist, hat so ein bisschen was von Sklavenarbeit natürlich, das ist auch das, was im Buch und im Film sich ähnelt natürlich, dieses Smoland ist ein, wenn du da Ackerbau und Viehzucht betreibst, und das musst du ja, weil du bist ja Bauer, Smoland ist ein Land voller Steine. Und du musst diese Steine halt erstmal aus dem Weg schaffen, bevor du überhaupt einen Acker anlegen kannst. Das heißt, einen Großteil deines Lebens verbringst du quasi als Bauer, Steine zu klopfen, Steine zu bewegen, Steine irgendwie an die Seite zu schleppen. Deswegen hast du auch diese ganzen vielen kleinen Steinmauern in Smoland, wo alle heute sagen, oh, wie pittoresk. Das ist nichts anderes als die Bauern, die über Jahrzehnte hinweg die Steine von den Ackern weggetragen haben und dann benutzt haben, um eben diese Mauern aufzubauen, weil ja die Steine da waren. Und das unter schwerer körperlicher, harter Arbeit. Und am Ende kriegst du halt dafür, am Ende verhungerst du trotzdem, weil es eben keine Ernte gibt, weil das Wetter schlecht ist und so weiter. Und das finde ich, das wird so schön am Anfang auch gezeigt, eben wie sie diese Steine da wegbewegen. Du denkst, wie so ein Sklave, so die Pyramiden oder so, weißt du, so, der diese Steine da wegrollt und es bringt nichts. Ja, also das schafft er sehr, sehr gut, finde ich. Also es ist schon, und dann hast du eben so Dialoge wie, was gibt's zu essen? Also nicht besonders tief, aber ich meine, so war das halt, ja. Nee, ich freue mich auf jeden Fall. Also ich bin da auch das neue Land, wie er im Deutschen heißt, das werde ich mir auch da, wenn ich mal genug Zeit finde, natürlich dann auch nochmal anschauen.
Ja, und wie gesagt, auf Netflix gibt es ja noch das ein oder andere von ihm. Da Ja. habe ich auch drüber gestolpert. Aber da habe ich jetzt noch nie so den Überblick. Ja, es gibt, also man kann sich, also ich finde, Troell kann man sich immer gut angucken, aber man muss halt sich darauf gefasst machen. Also ich finde, das meiste, was er gemacht hat, ist wirklich gut. Aber alles, also so ein bisschen episch und inszeniert und sehr lang und oft aber auch so historisch angehauchte Dramen, kann man vielleicht sagen. Ja. Gut. So, wollen wir noch eine Schnellfeuerrunde machen, bevor wir das beschließen? Oder habt ihr sind eure Listen alle? Ich habe tatsächlich nichts mehr. Ich bin durch. Ich habe noch zwei, die ich Ich, zumindest ja. kurz erwähnen möchte. Vielleicht sind das meine Sache. Nein, ich habe einmal Pell der Eroberer. Ja, Liebe, Liebe, Liebe. Auch mit Max von Sydow in der Hauptrolle. Oder ja, in einer Hauptrolle. Ja, so ein toller Film. Ich liebe den so sehr. Ich könnte da jetzt aber egal, da müssen wir einen Extra-Cast drüber machen. Ich glaube, ich habe schon zu viel monologisiert. Nein, ja, aber auch ein Film, der, glaube ich, auch einen Fremdsprachen-Oscar bekommen hat. Also definitiv auch im Ausland. Und, glaube ich, auch eine schwedisch-dänische Produktion. Aber das, ja, geht halt mit der Handlung einher. Und Opfer von Andrzej Tarkowski. Okay, den habe ich gesehen tatsächlich, Richtig, den ich stimmt. einfach nur Ganz noch mal vergessen. kurz hier mit einstellen, ist ja eigentlich russischer Regisseur, aber dieser Film steht auch bei den besten Filmen aus Schweden, natürlich weil er in Schweden gedreht worden ist. Und ja, den fand ich auch gut. Tarkowski ist doch, glaube ich, auch nach Schweden ausgewandert, oder? Für die letzten Jahre? Na Oder sein, ja, das kann sogar ich sein, ja. glaube nämlich, ich glaube, war Nostalgia dann nicht auch in Schweden produziert? Bin ich mir gerade nicht 100% sicher. Ja, aber das sind so noch die beiden, die dich noch kurz hier einbringen wollten und sagen, hallo, die sind auch aus Schweden und Nostalgia ist übrigens aus Italien und Ah, Sowjetunion. okay, verrückt. Gut. Und du, Britt? Also, ich wollte noch erwähnen, der stand auch in unserer Liste, aber den möchte ich auch erwähnen, weil man kann ihn sich auch auf Netflix angucken und der ist, denke ich, auch recht bekannt. Also Bo Widerberg sollte man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen mit Der Mann auf dem Dach, beziehungsweise Der Mann aus Mallorca. Ah ja, So stimmt. Ach, Thriller, siehst du, die habe ich jetzt die komplett man sich. übersprungen hier. Ja, also Thriller, die man sich gut angucken kann. Dummerweise, ich habe das jetzt mir nochmal angeschaut, als die auf Netflix kamen. Ich finde, beide sind schlecht gealtert. Aber nicht die Geschichte an sich, weil die kann man sich noch gut angucken, aber man sieht halt, es ist halt 70er und 80er Jahre. Also das sieht man leider sehr deutlich. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich mich nämlich daran erinnere, dass ich die als Jugendliche gesehen habe und ganz begeistert war. Und irgendwie hat die Begeisterung nicht ganz gehalten, jetzt im Nachhinein. Aber trotzdem, die zwei Filme, denke ich, sollte man auf jeden Fall sich angucken, wenn man denn was von Widerberg sich anschauen möchte. Und Pelle hast du schon genannt. Und dann gibt es aber auch noch so ein paar Klassiker. Also, man muss auf jeden Fall noch Lasse Hallström erwähnen. Der ist natürlich auch einen eigenen Cast wert. Der hat ja ganz, ganz viele gemacht. Ganz, ganz viele Sachen auch in Hollywood. Aber wenn wir jetzt mal von schwedischem Film reden, dann ist da, glaube ich, mit am bekanntesten Mein Leben als Hund. Die gibt's Der auf ist. Prime. Ja, und der ist auch auf einer sehr bekannten literarischen Vorlage basiert er auch. Also kann ich das Buch auch empfehlen übrigens. Und also, aber Lasse Hallström, denke ich, muss man auf jeden Fall erwähnen. Dann haben wir noch Born ins Ö, also heimliche Ausflüge auf Deutsch. Ich finde die Übersetzung einfach schrecklich. Aber mit Born ins Ö kann keiner was anfangen, weil das ist die Kinderinsel. Also das sind nämlich. Also Kinder sind da, also aus der Stadt sind die Kinder aufs Land geschickt worden in den Sommerferien, in so eine Art Sommercamp. Und das waren eben diese Kinderinseln, wo die dann halt hingeschickt worden sind, um da eben 3, 4 Wochen Freizeit und Spaß und sowas zu haben. Und also das sollte man vielleicht noch erwähnen. Kai Pollak hat da die Regie geführt und auch recht bekannt. Und ja, das ist so das. Und vielleicht sollte ich der ehrenhalber noch Dunderklumpen erwähnen, wobei das eigentlich jetzt, ich würde sagen, es ist keiner der epischen Klassiker, die man gesehen haben muss, aber es ist ein Kinderfilm und da ist ganz schön, weil das vielleicht doch recht früh war, auch in den 70ern, auch, auch mit Torge Danielsson teilweise in der Rolle, da hast du Menschen, die mit Zeichentrickfiguren interagieren, sozusagen.
Also das ist ein ganz schöner Aspekt. Das ist ein Kinderfilm aus den 70ern. Man sieht es ihm leider auch anders, muss man auch zugeben. Aber da kommt mein Nickname her, weil das meine Lieblingsfigur als Kind war. Also Dunderklumpen ist ein Troll, der in der Mitsommernacht, also wenn das 24 Stunden lang hell ist in Nordschweden, einem kleinen Jungen aus seinem Zimmer das Spielzeug klaut. Weil er keine Freunde hat. Er möchte Freunde haben. Also klaut er ihm das Spielzeug, also ein Teddy und eine Puppe und einen kleinen Mini-Hamster. Und den haucht er, weil er ja Troll ist, hat er Zauberkräfte, haucht er diesen Spielsachen Leben ein. Und dann hat er die jetzt alle in seinen Rucksack gestopft und geht damit halt wieder zurück in den Wald. Und der kleine Junge kriegt das aber mit und läuft ihm hinterher. Das heißt, wir haben also den Troll mit diesem Spielzeug, das eigentlich gar nicht mehr dem Troll sein will, weil es gehört ja dem kleinen Jungen. Die diskutieren dann die ganze Zeit. Dann haben wir den Jungen, der quasi versucht, den Troll einzufangen, weil er seine Spielsachen zurückhaben will. Und den Ganzen folgt dann noch der Vater, der mitgekriegt hat, dass sein Sohn abgehauen ist und jetzt seinen Sohn quasi wieder einfangen will und wird dabei begleitet von einer Hummel. Also das ist natürlich die quasi so eine Art Mini-Hubschrauber, Polizei-Übersichtsdrohnenfunktion hat, die dann immer guckt, er ist da hinten, du musst die ganze Zeit geradeaus, er ist jetzt hinten am Waldrand und so, damit der Vater auch weiß, wo er hinrennen muss. Und dann hast du so eine Verfolgungsjagd eben in der magischen Mitsommernacht in Schweden, wo eben alles verzaubert zum Leben erwacht und der Troll, und dann kommt natürlich noch ein Bösewicht mit ins Spiel und der dann den Troll verfolgt, also der Troll heißt eben Dunderklumpen. Und der verfolgt dann diesen Troll, weil der denkt, der hat einen Schatz. Und dann wird es zu so einer Schatzjagd auch. Also das ist alles, klingt jetzt ein bisschen alles durcheinander, aber es ist ein sehr, sehr schöner Film. Und er ist auch nicht so lang, also den kann man sich ganz schön angucken. Und hat auch sehr bekannte Lieder drin. Also du hast auch, so also ein bisschen wie ein kleiner Disney-Film eigentlich. Du hast dann immer wieder so Sequenzen drin, wo dann gesungen wird auch. Also, und es ist mal noch ein Animationsfilm oder was ein Zeichentrick Positives. Wahrscheinlich. Genau. Ja, stimmt auch. Ja, also so eine Mischung aus Zeichentrick und genau und richtig. Also Mischung aus die ganzen Figuren, also die Spielsachen und der Troll und so weiter, die sind alle gezeichnet und der kleine Junge und sein Vater, das sind richtige Menschen. Und aber diese ganzen abenteuerlichen Wesen, denen sie dann da so im Wald begegnen, die sind alle gezeichnet. Mhm. Ja. Ja, auch Per Olin, Regie geführt, auch sehr bekannt, auch für Kinderfernsehen und Kinderfilme in Schweden. Ja, also kann ich sehr empfehlen, macht auch sehr viel Spaß. So, ja. Haben wir ja jetzt fast wirklich fast alle Genre durch. Und ich habe eins, das muss ich jetzt noch kurz anfügen, ich habe eins wirklich gesucht und ich habe hier gesucht. Und jetzt frage ich dich, Britt, gibt es einen schwedischen Film noch, also vor den 70ern, 80ern, der ein Science-Fiction-Film ist. Ich habe nämlich gesucht und ich habe keinen so wirklich gefunden. Jetzt kann man streiten, ja, Opfer von Tarkovsky ist ja irgendwie so ganz leicht Science-Fiction. Aber gibt's einen? Also fällt dir einer ein? Ad hoc, ehrlich gesagt, schnell? Nicht. ich hatte dann noch so einen gesehen und dann, gibt bestimmt einen. Ad hoc? Mit Sicherheit. Und wahrscheinlich werden wir uns alle an die Stirn greifen und sagen, mein Gott, ja, der wäre es gewesen. Aber so ad hoc fällt mir da jetzt tatsächlich nichts ein. Da werden wir uns nochmal auf die Suche begeben vielleicht. Und dann werden wir gegebenenfalls nachtragen, wenn wir dann das ein oder andere Mal vielleicht noch über moderne Filme aus Schweden reden. Gut. Ja, wunderbar. Perfekt. Sehr schön. Supi, dann moderiere ich jetzt einfach mal ab. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und ich hoffe wie immer, dass wir euch den einen oder anderen tollen neuen Filmtipp mitgeben konnten und ich glaube, wir können alle drei sagen, dass wir es sehr empfehlen, dass ihr euch schwedische Filme anschaut. Ja. Genau. Und dann an der Stelle bedanke ich mich erstmal bei dir, Britt. Danke für diese tolle Einsicht, die du hier heute uns geben konntest. Ja. Ja, hat mich gefreut, dabei zu sein. Und Paul, dir natürlich auch danke, dass du dabei warst und dass du das vorbereitet hast. Ja, klar. Dass du die Liste gemacht hast und dass du so viel geguckt hast auch, weil sonst wäre das vielleicht ein bisschen schnell durch gewesen. Auf jeden Fall, ich sag's nochmal, ich danke fürs Zuhören und wenn euch das gefallen hat und wenn ihr allgemein mögt, was wir hier beim Telestammtisch machen, könnt ihr überlegen, ob ihr uns vielleicht unterstützen wollt. Dazu könnt ihr dann einen Blick in die Shownotes werfen
Und ja, das wär's dann auch schon. Ich bedanke mich ein weiteres Mal und dann würde ich jetzt einfach sagen, tschüss. Danke auch an dich fürs Moderieren, Lukas. Ja, natürlich. Und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.